Wer von euch ist denn schon Funker? Oder wer ist von euch nicht Funker? Du bist Funker, genau, ich bin Funker. Naja, Hobbyfunker, also ich habe ein Rufzeichen in der DX-Gruppe hier im Ort, also eigentlich nur hobbymäßig ein bisschen, ja. Letztes Jahr wieder eingestiegen und halt auch durch die Vernetzungsgruppen haben wir uns dazu entschieden, auch über Funk uns zu vernetzen, ja, genau. Ja, richtig so. Ja, seit letztem Jahr schon. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe mir gerade erst Geräte bestellt mit einem Freund zusammen. Ich bin der sich bei Neuner das ganze Equipment nochmal bestellt hat. Ich hatte in den 70ern schon mal so in meiner Jugendzeit viel mit CB-Funk zu tun. Da waren wir eine große Gruppe. Da war das ja auch noch richtig angesagt, das Handy des kleinen Mannes sozusagen. Dann ist das über die Jahre natürlich weggegangen. Und jetzt aber angesichts dieser Krise, die wir momentan haben, ja, man kann nicht genug vorbereitet sein, denke ich. Und ein Freund von mir und ich, wir wohnen ungefähr 40 Kilometer auseinander. Wir haben gedacht, das wäre mit CB-Funk heutzutage, mit den modernen Geräten, kriegt man das, denke ich mal, ganz gut hin, diese Entfernungen auch zu überbrücken dann. Weil ich wohne ungefähr 110 Meter hoch. Er wohnt allerdings hinterm Berg, wird ein bisschen schwierig, aber mit den Mobilgeräten im Auto und beide auf den höchsten Punkt, dann sollten wir auch die 40 Kilometer überbrücken können, denke ich. Und ich, ja, und ich überlege halt auch, ob ich mir eine Amateurfunklizenz beschaffe, diese E-Lizenz. Ich glaube, der Hanno hat mir da einen Link geschickt zu so einer Übungs-App. Ich habe mir die schon runtergeladen und bin da schon registriert und war schon fleißig am Gucken. Muss sagen, ja, es scheint gar nicht so schwierig zu sein. Nee, ist es auch nicht. Ne? Ja. Nee, und wie gesagt, 80 Meter Band ist eigentlich das Deutschlandband, also da kriegst du praktisch in Deutschland jeden. Ne? Okay. Ist schon ganz gut. Ja, du hast übrigens die letzten Geräte gekriegt, das ist ja klar, ne? Neuner ist ausverkauft jetzt, ne? Ja, ich weiß. Also ich hatte wirklich Glück, ich habe da wochenlang immer hinterher und dann hatte ich ihn letzte Woche, Donnerstag, habe ich ihn angerufen. Und er sagte mir, ja, und schwierig zu liefern. Und er bekommt jetzt vorab 12 Geräte per Luftfracht. Und da die ja in Hamburg noch über diesen Messplatz laufen, sagte er, es kann sein, dass die morgen, also Freitag, kommen oder erst nächste Woche. Und dann war ich beruflich, ich bin viel unterwegs, ich bin Netzwerkadmin und war mit dem Auto unterwegs in Bremen und stand im Stau und denke, ach, guck doch mal, morgens um 10 beim Neuner, ob es was gibt. Und tatsächlich, die Geräte waren grün, ich gleich 2 Stück bestellt und den Restequipment hatte ich schon im Warenkorb liegen, sodass das ganz schnell ging. Hm. Und jetzt müssen die Leute halt wieder warten, bis diese Schiffsladung endlich ankommt, hat er mir erklärt. Ja. Ja, nee, das hättest du mal sagen sollen, dass ich ihm das, dass ich bin ja auch Kunde, dass ich das irgendwie vermittelt habe, dass ich das Schuldige bin, dass dein Laden ausgeräumt wird. Nein, der Witz freut sich sicherlich, das ist eigentlich ein ganz feiner Kerl. Ich kenne ihn gar nicht persönlich, aber die Funker hier kennen ihn teilweise persönlich. Und ich bin da auch nur drauf gestoßen worden, sozusagen, ne? Ja, ich bin da durch Zufall drauf gekommen. Wie gesagt, ich beschäftige mich seit Wochen jetzt schon damit und habe mich da mal wieder eingelesen und bin bei dem Neuner durch Zufall gelandet, weil er einfach auch recht gute Preise hat, muss ich sagen. Ja. Und ein anderer Laden konnte die Geräte schon liefern, aber für 240 Euro das Stück. Und da habe ich gedacht, ach, dann wartest du mal noch, vielleicht kriegst du da ja was. Und es hat ja ganz gut geklappt. Also man muss auch mal Glück haben. Ne? Ja. Wo warst du? Funk Bielefeld oder wo warst du sonst? Wo hatte ich die gesehen? Ich war ja, wie gesagt, jahrelang gar nicht unterwegs und ich glaube, es war Bielefeld, ich weiß nicht mehr, welcher das war. Ich hatte auch noch einen anderen Shop gefunden. Darkie gibt es, glaube ich, noch. Ne? Ja. Und aber der Neuner war der günstigste halt. Ne? Kaufe ich immer, ne? Klar. Und dann habe ich da gleich das ganze Equipment gekauft, also diese beiden Antennen noch dazu, 2 Stehwellenmessgeräte, das Stückchen Kabel noch und ja. Aber Stehwellenmessgerät ist gleich mit dabei, ne? Weil die ist eingebaut in die. Ach, das ist eingebaut? Ja, die ist eingebaut. Ah, okay, das ist total genial, das Ding. Also habe ich auch geschrieben, glaube ich, in meiner Beschreibung. Moment, ihr redet schon so schöne Sachen. Ja, gut. Auch so viele interessiert. Das müsst ihr gleich alles nochmal wiederholen. Und wenn es euch nicht stört, dann könnten wir jetzt auch anfangen. Was meinst du? Ach, da bist du. Ja, klar. Du bist die mit dem Anni, ist das, genau. Ja, ich bin das. Ja. Ja, dann freut es mich, euch heute begrüßen zu dürfen, hier bei unserem Funkerabend für Amateure, auch wenn es Funkamateure heißt, oder eben halt
ja, ich meine damit diese Frisch- und Neulinge, die keine Ahnung haben, ja, und ja, die absolut Wissenden. Davon haben wir hier hoffentlich ein paar mehr. Ganz herzlich begrüßen möchte ich dafür Bernd, der sich ja zur Verfügung gestellt hat, sein Wissen mit uns zu teilen. Mhm. Und wie im Vorgespräch jetzt schon klar war, haben wir hier schon richtig gute Cracks sitzen. Bernd, magst du dich gerne bitte mal vorstellen? Ja, ich grüße euch nochmal hier alle. Ich bin der Bernd, der Mensch Bernd, und bin quasi ja mit Funk im Blut groß geworden. Schon damals als Kind, meine Großeltern väterlicherseits, die waren im Funkclub drin, CB-Funkclub. Mit 5, 6 Jahren bin ich schon mit der Handfunke rumgelaufen. Dann hatten wir bei uns im kleinen Dorf im Braunschweiger Land, hatten wir dann so diese ja, Dorfjugendfunkzeit gehabt, wo wirklich in jedem zweiten Haushalt ein Funkgerät war. Satteltaschen, Fahrrad, Spargel dran und kleine Batterie, und das ging dann halt weiter bis zur Heimstation, dann später im Auto. Guter Freund von mir, der war da auch mit diesen schönen Sachen auf der Deutschen Welle, Präsident Jackson und so. Wer schon länger dabei ist, der wird wissen, was gemeint ist. Deutsche Welle damals, die nicht ganz legalen Frequenzen hat er da so viel gemacht und meinte dann irgendwann, Mensch, wird mir alles zu heiß, ich mache eine Amateurfunklizenz. Machst du mitkommen nach Göttingen zum Lehrgang? Okay, war ich dabei dann und habe dann auch die Amateurfunklizenz gemacht. Derzeit bin ich schon eine Weile nicht mehr aktiv. Also mein Amateurfunkrufzeichen wurde mir dann auch weggenommen, weil ich nicht eingesehen habe, irgendwelche Gebühren zu bezahlen für was, was ich gar nicht mache, wie es bei der GEZ ja auch gemacht wird. Und bin derzeit inaktiv mit dem Funken. Und natürlich gibt es Überlegungen jetzt in dieser merkwürdigen Zeit, sich auch über Funk wieder zu vernetzen. Und so bin ich in die Gruppe gekommen und die Ani hat mich gefragt, weil sie jetzt nicht wusste, wer hat jetzt hier irgendwie Kompetenz oder so. Wenn ich das hier so sehe, hier ist viel Kompetenz und wäre eigentlich nur die Frage, gibt es hier jemanden, der noch ganz am Anfang steht, noch gar keine Ahnung hat über die ganze Funkerei? Das können wir hier nämlich auf einer ganz anderen Basis schon miteinander kommunizieren. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung. Gut. Ich finde das Thema auch sehr wichtig zur Vernetzung, aber ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel darüber. Ja. Mein Bruder hatte auch mal ja so eine Funkanlage. Da, ja, wie hat er sich immer, er hat immer QR, QX, sowas hat er immer von sich gegeben. Ja, ja. Und ich weiß gar nicht, was er damit gemeint hat. Vielleicht könnt ihr mich aufklären. Ja, genau, das sind die Q-Codes, es gibt so ein internationales Codewerk, wo eben halt bestimmte Bedeutungen, also QRZ, sie werden gerufen von, das sind so Abkürzungen. Das wird gerade im CB-Bereich wird das sehr locker gehandhabt, im Amateurbereich wird das noch ein kleines bisschen anders gehandhabt. Aber ja, da gibt es Tabellen, die man sich angucken kann. Genau, CQDX, CQDX, ich sitze im Wald und höre nichts. Das war unser Spruch damals. Ja gut, ja, so solche Tabellen wären dann natürlich mal sehr wertvoll für die Gruppe. Wenn du die hast, stell die bitte gerne rein. Das ist irgendwie Q-Codes auf Wikipedia, deutsches Wikipedia, das ist relativ vollständig. Allerdings, das sind die Q-Codes auch von anderen Funkdiensten, nicht nur Amateurfunk. Und im CB-Funk, da gibt es auch auf der Wikipedia-Seite über CB-Funk eine Liste von Q-Gruppen, die tatsächlich benutzt werden. Also wichtig ist tatsächlich, wie Bernd das sagte, eine QRZ wird eigentlich recht selten benutzt im CB, aber zum Beispiel QRT wird genommen. Also zum Beispiel, ich mache jetzt Tango, sagt man auch. Das heißt, ich schließe die Station, ich schalte jetzt ab. Dann heißt es QRV, also von wegen, bist du zum Beispiel da? Also ist überhaupt jemand da? QRL heißt, ich habe gerade was zu tun. QRX heißt, ich habe eine Unterbrechung. 600 Ohm heißt irgendwie, ich habe Telefon, also ich habe die 600. Das nicht, heißt nicht, dass man auf Kanal 600 schalten soll, sondern 600 heißt, ich kann gerade nicht, ich habe Telefon, weil die Telefonkapsel hat 600 Ohm. Und solche kleinen Tricks, da gibt es aber viele, viele von. Und warte mal, das ist ein Relais, das muss ich gerade mal ausschalten hier. Genau, und da gibt es dann auch noch die Zahlencodes dazu. Genau. 73 für die berühmte Verabschiedung von wegen mit freundlichen Grüßen, aber 73 ist mehr als eine Floskel. Das ist eigentlich so
warm, Funker unter sich verabschieden sich mit 73 und 55 heißt viel Erfolg. Das wird manchmal auch gebracht, 55, 73 und dann irgendwie. Das und ist was so heißt, ich möchte ich mit dir sprechen? 99. Oh, scheiße, ich habe ja 600. Und was heißt 88? Du, ich kann die 88 gibt es noch, das heißt Liebe und Küsse. Genau, das wird meistens unter weiblichen Funkern gebracht, Liebe und Küsse. Und genau, aber ansonsten, das war eben die 600, ne, wie man gesehen hat. Und das sage ich dann euch gleich. Also gleich praktisch gesehen, ne, gleich praktisch im Beispiel. Achtung, ich habe die 600. Und QX heißt, ich muss zum Beispiel kurz unterbrechen, weil es klingelt an der Tür oder muss auf Klo oder machen Tee oder sowas. Also da geht das, wollen die Leute gar nicht so genau wissen. Du sagst einfach nur QX und dann ist es weg. Und eine ganz wichtige Sache ist natürlich, wenn du dich reinmeldest, frisch in den Kanal und die sind gerade am Sprechen, dann sagst du ganz kurz zwischen den Sprechpausen von zwei Leuten X, einfach nur X, das hören die Leute. Und dann antworten sie, wenn sie einigermaßen höflich sind, X gehört. Und dann reden sie noch ein bisschen weiter, weil sie vielleicht gerade noch im Gespräch sind. Und dann sagen sie irgendwie ist X bitte. Und dann darfst du reinkommen und dann darfst du dich reinmelden. Weil es ist ja so, dass du nur, einer kann nur sprechen. Und wenn du sprichst, kannst du nicht hören. Das ist ja dieses Gegensprechverfahren, ne? Das Simplex-Verfahren nennt sich das. Und das ist ein bisschen anders als Telefon. Da können praktisch beide gleichzeitig sprechen, bei Funk nicht. X. Ja. Wird hier auch gut reinpassen. Ja, mach das. Ich gerne zu Wort melden. Das ist doch eine klasse Idee. X, Dankeschön, Hanno. Ja, X bitte. Wer hat X gesagt? Du hast X gesagt. Dann komm rein. Ich laber ja auch schon so schon los. Wer möchte denn als nächstes X sagen? Ja, also wir hatten ja irgendwie gesagt, irgendwie waren da bei der Vorstellung, also ich mache das ganz kurz. Ich bin erst seit Oktober aktiv beim Funken dabei. Also ein CW-Gerät ist mir geschenkt worden, nachdem ich hier einen der Amateurfunker eingepeilt habe mit der selbstgebauten Antenne. Weil ich eigentlich schon immer irgendwie, ich wollte eigentlich schon immer Amateurfunk machen, aber ich hatte nie das Geld, nie die Gelegenheit, es kam immer irgendwas dazwischen. Dann habe ich, dann stand ich vor seiner Tür, wie hast du mich gefunden? Und ich halte so meine Peilantenne hoch und dann fand er das geil. Und das war der Bert und dann habe ich mit ihm 2 Stunden an der Tür mich unterhalten. Also erst war sehr, sehr, also was ist das denn für ein Vogel und so. Und am Schluss hat er mir eine Albrecht in die Hand gedrückt und meinte, so, pass auf, das nächste, was wir sprechen, ist über Funk. Du baust hier jetzt eine Antenne und dann reden wir. Und Kanal 26, du kriegst das schon hin. Na, und dann bin ich nach Hause gegangen, habe das alles gemacht und eine Woche später habe ich mich dann zur Prüfung angemeldet. Und dann habe ich eine Woche noch arbeiten müssen, habe 2 Wochen dann gebraucht und habe meine Prüfung gemacht und seit November bin ich damit dann Funkamateur. So, und da gibt es auch 2 Klassen, Funkamateur, A und E. Und für die meisten Sachen reicht E, aber A ermöglicht dann die Welt, also das Europaband und die weltweiten Bänder und noch ein paar Sachen mehr Leistung und so weiter und so fort. Aber die meisten Leute, die jetzt so hier sind, nehme ich an, wollen Nachbarschaftsfunk, Notfunk, Deutschland und so. Wenn man da dann Amateurfunk machen will, dann würde wahrscheinlich die E-Klasse völlig reichen. Man kann auch immer aufstocken. Ich bin da gerade nicht so ganz up-to-date bei den Prüfungen. Ist für die Kurzwellenklasse Morse-Telegrafie noch Vorschrift oder nicht mehr? Nein, Morse-Telegrafie hat sich erledigt. Brauchst du nicht mehr, auch nicht mehr für die A. Es gibt ja eine Möglichkeit zu sagen, ich möchte über die Morse-Prüfung mit ablegen. Dann machen die das, muss man rechtzeitig sagen. Aber normalerweise nicht. Es gibt irgendwie aber noch ein paar Länder auf der Welt, wo Morse-Prüfung notwendig ist, damit du dort funken darfst auf den entsprechenden Bändern. X. Und ja? Was ist denn für die Prüfung A? Die Prüfung A ist, das ist die große Prüfung, dass es gibt irgendwie Betriebstechnik, also von wegen diese ganzen Kuhgruppen lernen und wie man funkt und wo dann die einzelnen Frequenzen sind, wo man dann funken darf, mit wie viel Watt man funken darf und sowas, Betriebstechnik. Und dann gibt es Gesetzeskunde, das ist das zweite. Das wäre dann irgendwie zusammen bereits die E-Klasse. Und das sind ungefähr insgesamt 1000 Fragen, von denen wird man in der Prüfung 20 gefragt. 75 davon muss man richtig beantworten und dann hat man es geschafft. Und man kann sie beliebig häufig wiederholen. Und
Dann gibt es die, die technische Prüfung. Und die technische Prüfung sind doppelt so, also nochmal so viel Fragen, ein bisschen mehr. Dann sind wir bei, ich glaube, 3500 Fragen insgesamt. Und da kommt dann irgendwie sowas wie, dass man erklären muss, wie ein Funkgerät funktioniert, wie die Schaltung, zeigen Sie eine Schaltung, versus ein Widerstandsnetzwerk, da muss man sagen, wie wo welche Spannung anliegen und so. Und die meisten Leute, die das machen, die lernen das stumpf auswendig. Und ich hatte die Zeit nicht, das auswendig zu lernen. Ich hatte nur 2 Wochen. Also habe ich mich entschlossen, das richtig zu lernen und war der Einzige, der da mit Taschenrechner gestanden, aber gesessen hat und das gemacht hat. Aber sonst hätte ich das nicht geschafft. So, aber die meisten Leute lernen einfach für 2-3 Monate mit so einem Programm. Das nennt sich büffel.net auf Android zum Beispiel. Für, ich glaube, 15 Euro kostet das jetzt, ne? Ja, 14,90 Euro. Ja, genau. Es hat vorher noch, irgendwie, als ich das gemacht habe, im Oktober war das noch billiger. Ich glaube, da hat es 7 Euro gekostet. Naja, jedenfalls sind da die Fragen drin, die werden toll abgefragt. Und wenn man das einfach macht, stumpf macht, ohne was zu begreifen und die einfach auswendig lernt, die Dinger, das kann man, das ist durchaus menschlich möglich. Dann kommt man da durch, also praktisch auch ohne was zu verstehen. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht, weil irgendwie für irgendwie ein Funkamateur will ja dann auch irgendwie mehr als nur funken, sondern vielleicht auch mal basteln. Aber es gibt eben auch viele Funkamateure, die gar nicht basteln, sondern die einfach nur kaufen, zusammenstecken und funken, und für die ist das dann der richtige Weg. Und das sind hier viele. Das sind hier also auch in Hamburg von den Funkamateuren, die da sind, sind ich weiß nicht, es ist eine Hausnummer, aber ich sag mal, ein guter Teil, die einfach auswendig gelernt haben und die sowas nicht berechnen könnten. Insofern ist man da nicht ganz allein, wenn man sagt, ich verstehe kein Stück. Das ist schon okay. Sowas kann man machen. Ja, und wenn man irgendwie keine Lizenz macht, dann ist man eben auf diese 3 Frequenzen, auf diese 3 Dienste oder 3 Frequenzen reduziert. Das eine ist eben das Band, das CB-Band, das ist im 27 MHz-Bereich. Das PMR-Band bei 446 MHz, das ist für kleine Handfunken und kurze Distanz. Und dann gibt es noch das Freenet, das ist im 2-Meter-Band, das ist bei 149 MHz ungefähr. Und das sind auch so also 6 Kanäle Freenet, 16 Kanäle PMR und 80 Kanäle CB haben wir dann ohne Lizenz. So, und das kann jeder machen, da braucht man nichts dazu ansonsten. Jetzt hast du wieder eine Menge Worte benutzt, wo ich wieder aufgeschmissen bin. PM? PMR. PMR heißt Personal Mobile Radio, dafür steht das. Das ist einfach, das sind solche kleinen Funkgeräte. Warte mal, kleinen Moment, Sekunde, ich zeige das kurz. So, das ist die absolute Einsteigerklasse. Das ist also so ein Funkgerät hier, kostet gerade mal 10 Euro oder so. Ich weiß nicht, jetzt haben sie ja irgendwie China-Steuern aufgesetzt. Insofern könnte es sein, dass es jetzt 15 kostet oder 20. Aber das hier ist zum Beispiel irgendwie so eine kleine PMR-Quetsche. Also die kann PMR, das ist eigentlich ein Amateurfunk-Ding. Das heißt, es ist Baofeng T1. Das ist irgendwie 10 Euro. Das ist ganz einfach. Hat einen Kanal kann man einschalten. Und dann sieht man hier irgendwie sozusagen den Kanal und dann kann man darauf irgendwas machen. So, dann gibt es als nächste Stufe sowas. Das hat sich natürlich jetzt alles vertüdelt mit den ganzen Bändern hier. Das ist sozusagen so ein typisches Baufeng 5R. Das hier ist hier von TYT. Das ist das hat 2 Empfangskanäle. Etwas mehr Leistung und programmierbar über die Tasten. Das andere ist nicht programmierbar, das kann man über den Computer programmieren. So, und dafür irgendwie so ein Link auf dieses Baofeng UVRTP oder so gibt es hier irgendwie auch im Link auf Telegram. Und die Dinger sind eigentlich alle gleich. Genau, da hast du eins. Ja, so wunderbar. Das sind irgendwie sehr, sehr schöne Geräte. Und die haben dann so niedrige Sendeleistung von einem halben Watt, also 500 Milli. 5 Watt bis 8 Watt.
Nein, ja, deins, weil irgendwie die normalen PMR haben 500 Milliwatt sind erlaubt auf den PMR-Kanälen. Alles andere macht keinen Sinn. Genau, dein Gerät ist genauso wie mein Gerät ein Amateurfunkgerät und man darf eigentlich mit der Leistung nicht auf PMR, aber egal. Du hast recht, ja genau, hast recht, ist egal. Ist egal. Ist egal, auf dem Bereich, da kann man durchaus arbeiten und in der Stadt 500 bis 2000 Meter mit den Dingern von Handfunke zu Handfunke, in der Vorstadt oder lockere Gebäude vielleicht 2 Kilometer. Würde ich sagen, und wenn man irgendwie von der Station, wie jetzt irgendwie mit der großen Antenne, zu, also an der Funke rüberfunkt, kann man gut und gerne mal 4 Kilometer machen. Und wenn 2 Funkgeräte von diesen kleinen Funkgeräten auf einem Hügel und auf dem anderen Hügel stehen, also wirklich Sichtlinie, nichts dazwischen und kein Nebel, dann kann man bis an den Horizont, also bis 27 Kilometer damit funken. Das ist natürlich toll, aber es ist nicht praktisch, das sind keine praktischen Reichweiten. Diese 27 Kilometer werden praktisch niemals erreicht werden. Also 2 Kilometer, würde ich sagen, ist 2 bis 3 Kilometer ist realistisch. Also bei dem haben wir schon bis zu 6 Kilometer von Gerät zu Gerät geschafft. Im bebauten ja. Gebiet Flachland. Ja, genau, aber Flachland gebaut, ja. wie stark gebaut? Naja, gebaut. Also jeder hat ein Haus, 1- bis 2-stöckig. Brandenburg halt war, Berliner Stadt Speckgürtel. Hm. Und ja, also nicht höher als, weiß ich nicht, 50 Meter vielleicht, 30 Meter. Und mit Stationsantennen angeschlossen. Achso, aber wie viel Watt hast du genommen? Wie viel Watt hast du? Ja, volle Power, was denn sonst? Ja, gut, okay, dann geht das nicht. Also die normalen können ja nur 500 Milliwatt und dann geht das natürlich nicht. Dann stimmen die. Ja. Die Sache ist die, wenn du viel Watt raushaust, erhöht sich normalerweise nicht unbedingt nur die Reichweite, eigentlich eher weniger, sondern die Abdeckung. Das heißt, es gibt keine toten Zonen. Das ist das Wichtigste. Ein bisschen die Reichweite, aber die Reichweite ist so eine Sache. Die Reichweite, da muss man irgendwie die Leistung vervierfachen, um das Doppelte der Leistung zu erreichen. Also das heißt, irgendwie, wenn du 2 Watt hast, dann musst du irgendwie Quadrat 2 mal 2, dann musst du 4 Watt fahren, um die doppelte Reichweite zu haben. Ja, oder dann, ne, das wird dann irgendwie halt quadratisch, nimmt die Power zu, irgendwie für eine Reichweitenvergrößerung. Insofern ist das nicht so effektiv. Ja, 8 Watt Theorie, ist noch nicht viel. Ja, genau. Aber die Praxis ist halt einfach ausreichend und das reicht mir eigentlich. Es reicht, genau. Es reicht. Und vor allen Dingen für das wirklich persönlich durch die Gegend laufen, sind diese kleinen Geräte toll. Das muss man sagen. Und die sind ein riesiger Schritt vorwärts. Und du brauchst nichts weiter dafür als dieses kleine Ding, ein kleines Ladegerät, das du notfalls Solar machst oder so. Und du hast immer ein Telefon. Also so ein Telefon hier kann man einfach in die Jackentasche stecken und das war's. Aber man hat auch ein Radio. Also man kann eine offizielle Radiostation abhören, ne, wenn irgendwas durchgegeben wird. Also von daher, echt eine schöne Idee. Also. 25 Euro, absoluter No-Brainer. Genau, absoluter No-Brainer und dann kann man irgendwie. Ich mach das mal wieder aus, weil irgendwie das war Radio und wir haben hier YouTube vielleicht oder sowas. Also der kann dann irgendwie halt auch UKW empfangen und also das ist so praktisch schon wie so ein Ding, dass man statt Handy dabei hat. Also wenn man jetzt irgendwie in einer Notsituation ist, hat man so ein Ding dabei und man kann zum Beispiel, Freunde von mir haben einen Ponyhof. Und die haben davon irgendwie einen Zehner davon gekauft und dann kriegt jedes Mädchen auf dem Ponyhof so ein Teil mit. Und damit können sie die Mädchen laufen lassen, können sie rufen, wenn irgendwas ist, wenn irgendwo ein Unfall passiert, wenn sie zum Essen kommen sollen. So, das ist ein Riesenschritt vorwärts gewesen für den Hof. Ne? Und das funktioniert eben auch da irgendwie draußen auf 4 Kilometer Reichweite oder so. Also insofern bestätige ich das, was du meinst eben, Markus, ne? Also 4 Kilometer, ein bisschen lockere Bebauung ist durchaus möglich. Ne? Aber Freenet, also PMR keine Chance, nur Freenet. Ja. Freenet, ja. Freenet hat irgendwie den Vorteil, wie gesagt, 2 Meter, irgendwie kommt besser durch Bäume und Laub durch. Ja, ist immer und frei. Auf offenem Gelände ist es besser. Meistens ist dieses PMR, was ja dann im UHF-Bereich ist, also UHF heißt ja Ultra... Genau, also ultra hohe Frequenz, es gibt das VHF, das ist das niedrigere, das ist VHF ist da, wo das UKW-Radio ist, 2-Meter-Welle, Freenet. Und das UHF ist zum Beispiel PMR, 70 cm Amateurband und Fernsehkanäle. Zum Beispiel hier, wie heißt es? Der terrestrisches Fernsehen, das ist auch im UHF-Bereich zum Beispiel. Also da ist
Das sind so die Unterschiede. Und die haben dieses, und dieses UHF hat den Vorteil, dass es besser reflektiert. Das heißt, in der Stadt hast du teilweise Reflexionen und damit kriegst du, du musst dich nicht durch die Häuser durchquälen, sondern die werden einfach nur um die Ecke gefunkt. Und das ist, deswegen wird das ganz gern gemacht im Stadtfunk. Aber hat nicht so viel Reichweite insgesamt. Die größte Reichweite ist CB, mit, weil das ist ja noch Kurzwelle und damit kommt man eben mit vernünftiger Position und Antenne problemlos auf den Horizont. Und der Horizont liegt bei ungefähr 25 bis 30 Kilometer. Ja, aber ja, da brauche ich eine Stationsantenne. Ja, sind 30 bis 40 Kilometer kein Ding, je nach Gelände eben. Genau, halt auch. Genau. Ja, genau, das interessiert mich jetzt sehr zur Vernetzung, wenn sich jetzt jemand in der Postleitzahl 1 jetzt verbinden möchte. Ach. Wie weit geht das? Also, kommt drauf an. Also du hast mit UHF kommst du irgendwie maximal bis zur, also mit PMR, UHF, kommst du maximal bis zum Horizont. Keine Chance, irgendwie das irgendwie anders zu machen. Das heißt, das ist wirklich Sichtfunk. So, Schluss, aus, vorbei. Kann, es gibt irgendwie keine Möglichkeit, eigentlich das zu vergrößern. So, bei zwei Meter, also VHF, 2 Meter oder Freenet, diese 6 Kanäle, die es dort gibt, da hast du eventuell die Möglichkeit, wenn du eine Inversionswetterlage hast, dann hast du, dann hast du ja diese warme Schicht über der kalten. Und dann ist das so wie im Wasser mit der Reflexionsschicht. Dann wird sozusagen an dieser Inversionswetterlage, also praktisch ein Tiefdruckgebiet zum Beispiel oder Föhn oder sowas, wird das praktisch am Himmel in einer Höhe von ein paar tausend Metern reflektiert, diese 2 Meter. Und dann kannst du damit bis zu 200 Kilometer schaffen. Das ist ja, durchaus. Wir reden aber nur von Bodenwelle. Also wir funken nur Bodenwelle. Die Bodenwelle geht ja aber nur bis zum Horizont, ein bisschen drüber hinaus. Das war's. Also da kannst du dann diese 40 Kilometer machen maximal. Das war's. Aber du kommst bis zu 200 Kilometer mit. Also es gibt die Möglichkeit, dort bis 200 Kilometer zu kommen. Aber dafür brauchst du eine seltene Situation. wenn du mit CW funkst, hast du ebenfalls eigentlich nur Sichtfunk, wie gesagt, so ungefähr 30 Kilometer so roundabout. Und wenn du aber eine sogenannte, da wird es anders, da wird es höher gespiegelt, da gibt es, das nennt sich sporadisches E, das ist, wenn du Sonnenaktivität hast, also tagsüber zum Beispiel, im Sommer, dann hast du ziemlich häufig sporadische E-Events und die bedeuten, dass die sehr weit oben, nämlich in ein paar, also in oh Gott, wie viele Kilometer Höhe sind das? Das sind dann so 10 Kilometer oder sowas, ich weiß gar nicht, nee, das ist mehr, ne? Sogar. 13 Kilometer? Ja, 10 bis 13 Kilometer, genau. 10 bis 13, dankeschön. 10 bis 13 Kilometer, da wird das dann reflektiert und die Sprünge können dann 1100, 1600 Kilometer weit gehen. Also wir haben dann zwischen 500 und 1500 Kilometer plötzlich Stationen und dazwischen ist dann aber eine tote Zone. So, dazwischen hört man dann nichts. Und manchmal ist es so, wenn das sehr, sehr, wenn die Sonne noch ein bisschen stärker, aktiver ist als momentan, also in so 2 oder 3 Jahren, die wird jetzt immer aktiver werden, dann kann man irgendwie nicht nur einmal hopsen, sondern man kann mehrfach hopsen. Und der Rekord, den einer von unseren Funkern hat, ist Mumbai. Das sind 6500 Kilometer. Und USA, Florida, haben wir auch geschafft auf CB. So, aber das ist eben nicht für Deutschlandfunk geeignet, weil du diese toten Zonen hast. Also es kann durchaus sein, dass du kommst irgendwie so bis zu deinem... Ja? Nee, mach deinen Satz zu Ende. So ist das auch unter Funkern üblich, oder? Ja, ja, genau. du hast also dann irgendwie praktisch keine komplette Abdeckung von dem, was du funken willst, sondern du hast diese Sprünge von etwa 150 bis 500 Kilometern und dazwischen hörst du eventuell überhaupt keine Station. Und das kann, also das ist für, das ist auch eben auch nur Teil, also wenn das heißt sporadisch, dann heißt das irgendwie, es kann einfach mal ein paar Minuten passieren, es kann auch mal eine Stunde halten oder es kann irgendwie einfach nur mal irgendwie kurz ein paar Worte durchkommen und dann ist alles wieder weg.
hast du ja keine zuverlässige Verbindung. Und die einzige zuverlässige Verbindung für Deutschland wäre das 80-Meter-Band. Und die ist abends und in den Morgenstunden eigentlich relativ zuverlässig über ganz Deutschland zu hören. Weil die springt dann an der F-Schicht schon, ne? Genau. Die wird nicht gedämpft, die D-Schicht würde sie dämpfen, das heißt, tagsüber wird die D-Schicht aufgeladen und dämpft diese 80-Meter-Welle. Deswegen funktioniert das nur in der dunklen Phase. Und da kannst du dann über ganz Deutschland funken. Und es gibt praktisch keine tote Zone, weil die relativ steil irgendwie wieder reflektiert wird. Das ist ziemlich toll, die Welle. 80 Meter ist ziemlich cool, aber ist rein Amateurfunk. Aber E-Klasse reicht. Also ich schätze mal, es geht darum, einfach mal von Dorf zu kommen, wie es bei uns der Fall ist. Oder eben, dass man mal im Dorf so Leute erreichen kann, die 5 Kilometer weit weg wohnen oder so. Und da haben wir halt zwei Geräte jetzt für uns entdeckt. Das ist immer das Freenet-Gerät hier. Ne? Aufhängen, habe ich eine Anleitung dazu gemacht. Mhm. Und immer CB-Funk. Da habe ich mich für ein Handfunkgerät entschieden. Einfach, weil das jeder mit Batterien betreiben kann. Und das kann man überall mit hinnehmen, ins Auto. Kann das zu Hause an der Festnetzstation machen. Ich habe es an der Vector 4000 dran, die aber gerade mein Kumpel einstellt für mich, weil mir das SWR nicht gehauen hat. Und ansonsten hier mit so einer Gummiantenne, so. Und einem kräftigen Akku hier, sage ich mal, so einen richtigen schönen Akku, kriegt man so, sag mal, bis zu 10 Kilometer hin mit einem CB-Funkgerät, ja, mit einer Highflex-Antenne. Na, und mit dem Ding kriegt man auch so 6, also auch so bis zu 10 Kilometer hin. Also ich benutze eigentlich nur CB, 80 Kanäle und Freenet die 6 Kanäle. So, Punkt. Ja, und eigentlich finde ich CB-Gerät und halt das Baufeng, mehr braucht man eigentlich nicht. Und alles andere ist halt ein bisschen Kosmetik. Und vor allem auch wichtig, dann eine kleine Feststationsantenne zu haben zu Hause oder am Auto, wo man dann wirklich auch mal ins nächste Dorf kommt, dann so 25 Kilometer weit. War. Genau. Und ich habe da so mit einer Multiband-Antenne mal experimentiert, die beide Bänder kann, also CB und Freenet, sowas gibt es wirklich. Und ist halt aber ein bisschen gebastelt. Also das sind meistens halt Mobilantennen, da muss man rumbasteln. Das empfehle ich jetzt nicht so für einen Einsteiger. Also ich würde für einen Einsteiger wirklich, sage ich mal, so ein, wenn man sich so ein CB-Gerät holt, wird keine Ahnung, so eine DV27 Dipol oder Boomerang-Antenne, die man sich wenig Aufwand an der Haus machen, aus der Hauswand machen kann. Und für Freenet noch eine X50 oder so, die man dann auch noch irgendwo hinhängt, irgendwo, und dann ist es gut. Ja. Genau. Markus, ja? Was ist dein Markus, was ist dein Baufink? Ja, das ist der chinesische Hersteller. Okay. Jetzt haben wir auch die passende Hintergrundmusik. Ja, ne? Klasse. So, okay. Ja, das sind irgendwie Störungen. Wir haben ein bisschen sporadisch, jetzt ist es abends. So, das hier ist übrigens dieses Gerät, ja, über das viele Leute jetzt gesprochen haben. Das ist diese CRT 2000H. Und die ist ja irgendwie ganz hübsch. Und das ist zum Beispiel so ein günstiges Funkgerät. 120 Euro kostet das. Bei 60 Euro fangen die Dinger an. X da mal. X. Ja. Danke. Ich probiere es mal, ob das laut genug ist. Ich weiß es nicht, aber zu den Antennen an sich. Bumerang, lass die Finger weg. Jo, danke, erzähl mal. Weil das war das schon vor, weiß ich nicht, wo ich angefangen habe mit 16, war das die Top-Antenne, wurde angeblich gesagt, aber im Endeffekt, es ist Murks, weil die kriegst du unheimlich scheiße eingestellt. Im Endeffekt nur was für irgendwie Balkonbetrieb. Und selbst da ist nicht gut genug. Da kann man ein Mobilspargel hinpacken oder irgendwie was anderes, aber lass die Finger von dieser Bumerang weg. Also Super Santiago quasi dann. Einfach an die Balkonbrüstung machen. Wer war das eben mit Bumerang? Wer hat das eben gesagt? Black Indiana, ich. Black Indiana, wo war der? Ach, das ist irgendwie... Okay, gut, jedenfalls irgendwie, also wir haben einen, der irgendwie, nein, zwei Leute haben wir, die den Bumerang haben, die haben tatsächlich Balkonantennen und die haben keine Möglichkeit, andere Antennen aufzubauen. Und das ist definitiv eine Kompromissantenne, das ist definitiv eine Notantenne und ich gebe dir recht, die ist viel schlechter als den Spargel,
aber wenn du nichts anderes machen kannst, ist es besser als irgendwie so eine abgesägten Zwerg. Also wenn ich hier mit meiner Mobilantenne wenn ich die jetzt auf meine Magnetfußantenne auf den Tisch, auf den Balkon stellen würde, dann wäre die schlechter als eine Boomerang. Insofern ist eine Boomerang ein Schritt über die, also es ist eine Notantenne, ist ganz klar. Also natürlich ist sie nicht vergleichbar mit einer, also mit der untersten Spargelantenne, also wenn ich eine A99 kaufe, also Solarcon A99, das ist eine ganz einfache Einsteigerantenne für 90 Euro oder sowas kostet die neu. Die, wenn sie vernünftig hoch ist, spielt wunderbar. Da kommt man auf jeden Fall über den Horizont rüber. Also es geht. Unter Team Eco 50, kostet 50 Euro. Ja? Ja, die kann ich nicht. Wie lang ist die denn? Ist das auch eine Halbwelle, also 5,5 Meter? Also Halbwelle heißt übrigens nochmal kurz für die Leute, 11 Meter ist unsere Wellenlänge auf CB. Und wenn wir eine halbe Wellenlänge haben, sind es natürlich 5,5 Meter und das ist so das Typische. Also Halbwelle? Ja, nee, 5/8 sogar verkürzt oder Halbwelle. Kann sein, die ist 5-6 Meter lang. Die hat jetzt hier einer von YouTube, da gibt es aber so einen, der nennt sich Arby's Music. Und der hat die jetzt getestet an seinem. Jetzt bist du weg? Aufgehängt. Ja, gibt auch YouTube-Kanäle, muss ich sagen, da kann man sich auch mal ein paar anschauen. Und wo Leute einfach so Antennen testen, ist eigentlich total cool. Und da kann man schon mal Inspiration holen. Ja. Da kann man, es gibt da interessantes für Amateurfunk eine interessante Sache, um Antennen zu checken, das ist dann Whisper. Ne? Wenn du Whisper benutzt als Funkamateur, dann kannst du deine Antennen sehr, sehr gut austesten, wie gut sie empfangen, wie gut sie senden. Und damit bauen wir eigentlich unsere Erfahrungen auf hier, über Whisper. Das ist sehr, sehr gut. Also WSPR heißt das. Das kann man auch als Normali reingehen und kann sich angucken, wie denn welche Verbindungen dann überhaupt stattfinden, auf welchen Wellen. Und dann kann man das sehen. Whisper, warte mal. Hat irgendjemand die Möglichkeit hier, habt ihr die Möglichkeit zu schreiben oder so? Ja, hier. Es gibt unsere Kommentarfunktion. Ah, genau, also das ist irgendwie whisper.net, glaube ich, ist das, ne? Ich glaube, so heißt das. Darf ich mal einen kleinen Einwurf starten? Mhm. Und zwar sind doch schon überall Antennen, die zu GPS-Zwecken genutzt werden. Können die auch zum Funken genutzt werden? Nein. Nee. Die Dinger braten unsere Hirne. Das ist alles, also ganz kurz, es gibt Lacht, zwei. Wieso? Nein, es gibt zwei. Es gibt zwei Arten von Antennen. Das eine ist rein RX, also rein für Empfang, und das andere ist RX-TX, das heißt für Empfang und Senden. TX für Transmit heißt das. Ne? Und dann müssen diese Antennen auch für die entsprechenden Wellenlängen passend sein, also abgestimmt sein. Du darfst also nicht mit einer, du kannst nicht mit einer PMR-Quetsche, die kannst du nicht an eine CB-Funkantenne anschließen, funken, da passiert überhaupt nichts, weil die nicht die richtige Länge hat. Und umgekehrt kannst du nicht mit einem CB-Funkgerät eine PMR-Antenne nehmen. Das geht nicht, falsche Länge. Die Länge muss immer der Wellenlänge ungefähr entsprechen. Das heißt, Halbwelle zum Beispiel, ne? Also, das hast du gesagt, eine halbe Wellenlänge. Also, wenn du 11 Meter hast, dann hast du dann 5,5 oder 5/8. Da könnte man jetzt irgendwie kann ich jetzt mehr zu sagen, warum 5/8 funktioniert. So ist das so, dass du praktisch schon GPS, das läuft, ich weiß nicht, auf welchem Frequenzband laufen die, aber auf jeden Fall völlig unmöglich, dort CB zu funken. Also, die sind da irgendwie, glaube ich, auch im UHF-Bereich. Ne? Und was ist dieses Tetrafunk? Warte mal, bitte? Dann Whisper. Ach so. Bernd, hast du was gesagt? Nee, ich wollte nur sagen, wenn du eine Antenne hast, die nicht zu dem Frequenzband passt, auf dem du funkst, ruinierst du dir dein Funkgerät mit. Das wird dir dann irgendwann aufbrauchen, wenn du zu lange auf Sendung gehst und die Sendeleistung wird nicht abgestrahlt. Ja, schädigt das Gerät mit. Deshalb muss die immer zum Band passen. Zu dem, genau. Achso, und abschieben also, kann man das nicht. Also das geht nicht. Ja, also wenn du das ist ja das, die Stehwelle muss passen, wie es so schön heißt. Also die Welle muss dann resonant sein irgendwie an der, also die Welle muss zur Länge der Antenne passen. Und wenn diese Stehwelle nicht passt,
dann verheizt sozusagen, dann geht die Energie nicht raus und dann kommt zurück ins Funkgerät und verbrennt dir deine Elektronik über kurz oder lang. Das heißt, die Elektronik, deine Verstärkerstufen dort werden immer heißer, verkochen und am Ende hast du relativ kurze Zeit was von deinem Funkgerät. Deswegen sind gute Funkgeräte so, wenn sie feststellen, dass die Stehwelle nicht stimmt, also dass die Energie nicht rausgeht, dass die Antenne nicht funktioniert oder das Kabel irgendwie beschädigt oder sonst was, sagen sie, nee, ich sende nicht. So, zum Beispiel die CRT macht das, also wenn man da die Antenne aus Versehen nicht anschließt, schaltet der sofort ab oder wenn die Antenne kaputt ist oder wenn da Wasser reingekommen ist oder weiß der Himmel oder wenn die Katze reingebissen hat. Und ich sage das jetzt einfach mal so, ich habe da jetzt keine Erfahrung mit. Und das ist sozusagen diese, und das ist das SWR, das ist ja sozusagen es gibt ein Gerät, der diese Stehwelle also misst, und wenn wir sagen, wir haben eine Stehwelle von 1, dann heißt das, es geht jetzt super raus, wir haben eine Stehwelle von 2, dann ist das, ja, das geht, Stehwelle von 3 ist sozusagen so, es geht gerade eben noch, aber wir sollten da was dran machen, und darüber ist das so schlecht, dass die ganze Energie, also geht nichts raus, und das Funkgerät nimmt eventuell Schaden, und deswegen sagen die meisten Funkgeräte ab Stehwelle 3 ist nicht. Also die guten Funkgeräten. Und die schlechten, die geben dann, die sind indianisch, die geben dann Rauchzeichen. Das ist auch in Ordnung. Dass da mit Stehwelle nicht so rumbasteln muss. Also da reicht es, wenn man sich da eine feste Mobilantenne holt, bei Freenet, bei den Bauaufhängs, da schließt man die an, die funktionieren. So unsere Erfahrung. Selbst bei den Multibandantennen, selbst die hatten bei Freenet keine Probleme mit der Stehwelle. Das war echt krass. Und bei CB habe ich dann nur rumgebastelt. Da musste ich erstmal das Kabel kürzen, hier mein Verbindungskabel und so weiter und die Antenne einstellen auf die richtige Resonanz und so weiter. Und deswegen, es ist halt schwierig, so, sag mal, für Einsteiger das so, ich sag mal, ein Paket zu schnüren. Deswegen habe ich halt vorgeschlagen, erstmal ein Handfunkgerät mit einer Highflex-Antenne. Da kann man erstmal nichts falsch machen. Und dann sich später halt noch eine Stationsantenne aufbauen. Da gibt es ja wirklich so viel. Und die muss dann halt wirklich an den Ort passen, je nach Ort eine passende Antenne immer einfach. Oder eben Mobilstrahler, wie eine Super Santiago, die kann man dann halt auch mal ans Autodach machen oder an die Balkonbrüstung und sowas. Aber für Freenet ist es mit unserer Erfahrung nach mit der Stehwellengeschichte nicht so gravierend und nicht so schlimm. Ja. Also vielleicht für Einsteiger erstmal nicht schlecht. Ich rate jedem erstmal so einen Bauaufhänger zu kaufen. Ja, scheiß auf die Legalität, ich sag mal, das hat im Krieg Zeiten auch kein genützt. Ja, das ist erstmal, glaube ich, das Mindeste, so finde ich. Ja. Und bei CB-Funkgeräten muss halt jeder selber wissen, ob er es mitnehmen will, ob er es rumtragen will. Markus, du hast so ein bisschen dann halt, Störung. Ja, aber massiv. So ganz ja. Oh, massiv. Hintergrundgeräusche da. Der Black Indianer zeigt gerade das Stehwellenmessgerät. Genau, das ist das Stehwellenmessgerät. Ja, genau. Wenn er dazu redet und das in die Kamera hält, dann erscheint automatisch auch sein Bild hier. In der Mitte. Es wäre schön, wenn er das macht. Soll ich auch was zu sagen? Ja, unbedingt sogar. Ach so. Also, wenn ich das gut halte, ist es schön. Also, dieser Knopf, das Set. Ne? Das Set, damit stellt man eine Stehwelle oder auch das andere. Da habt ihr ein paar Knöpfe. Das Ding kann auch Leistung messen. Ihr habt da einen Anschluss. Ihr habt hier einen Anschluss hinter meiner Hand. Genau, da kommt noch ein Stehwellenmessgerät. Das ist noch besser. Man müsste da vielleicht ein kleines Video zu machen und dann sollte man das eigentlich auch hinkriegen, auch als Neuling. Wenn das Ding dran ist, raucht man sich die Endstufe auch nicht auf. Genau. Ein kleiner Tipp. Stehwellenmessgerät dran und es kann eigentlich nicht viel passieren. Sei denn, man klemmt dann ausnahmsweise das Kabel mit der Antenne ab oder das Stehwellenmessgerät dann vielleicht schon, aber ansonsten eigentlich nicht. Da sollte man ein Video von machen, dann kann das ja, auch nicht jeder. Ja, unbedingt. Gute Idee. Ja, also das ist so, dass du praktisch am Anfang solltest du vielleicht dir keine Antenne basteln, sondern einfach mal eine einfache Antenne kaufen, damit du überhaupt erstmal ein laufendes System hast, das du dann verbessern kannst. Insofern, also die Baufängen ist erstmal, dass man überhaupt mit Funk anfängt, dass man überhaupt irgendwas hat. Ist eine super Ausgabe, die ist ja auch nicht so teuer, die kostet wie viel? 30 Euro oder sowas. Und
dann irgendwie praktisch CB-Funk anfangen und überlegen, was man machen will, ob man mobil im Auto oder Station machen will oder beides und dann entsprechend die Antennen besorgen. Und genau, das ist eben so eine Stabo, das ist eine Midland Allen 42 oder sowas, ne? Nee? Nein. Ja. Moment. Das ist die einzige Handfunke, die 8 Watt kann, neben der Präsident Randy. Die kann man per Knopfdruck auf 8 Watt Sendeleistung schalten und das bringt sie auch mit meinem selbst gebastelten Lithium-Akku. Ja, also Akkubau ist mein Hobby und ich habe da so einen Eisenphosphat-Akku aus mit 4 Zellen hier da gebaut und dann bringt ihr auch wirklich 8 Watt am Dummy-Load und 6 Watt an meiner großen Antenne, wenn das SBR nicht so stimmt. Also fürs Mission leistet. Besser als eine Allen, weil die Allen, weil die deutschen Hersteller, die achten immer darauf, nicht mehr als 4 Watt rauszugeben und das ist ein rumänischer Hersteller, ich glaube, der ist da ein bisschen liberaler, sage ich mal, ja. Und kostet 79 Euro, 80 Euro das Gerät selber. Gibt es manchmal in so einem tollen Set mit der Hyflex gleich mit dabei. Ist deutlich günstiger als die Allen, bringt mehr Leistung. Also für mich klare Kaufempfehlung. Und die betreibe ich als Heimstation bei mir und komme immer sehr gut rüber mit der Modulation. Kriege immer gute Rapporte damit und bin da super zufrieden, weil das Ding kann ich in der Hand halten. Mit einem starken Akku, auch mit Batterien geht die ganz gut. Da geht die auch auf 3-4 Watt hoch mit normalen Batterien. Und bin super zufrieden mit dem Teil. Ja, und zu Hause, ich kann das Netz anschließen, wenn ich das möchte. Hm. Also für mich Top-Teil. Ja. Markus, du hast da mal so ein bisschen Aussetzer. Bist ein bisschen zu lang so. Ja, kannst du noch mal sagen, wie das Gerät heißt oder es mal in den Chat schreiben hier? Ja, auch für die Bauaufhängen wäre das interessant, welche Bauaufhängen das ist. Gut, Moment. Was ist nochmal Baufeng? Ich krieg's nicht mehr ausgesprochen. Baufeng? Das ist der Hersteller von dem einen Gerät. Ach so, Schleichwerbung. Ja, gut. Naja, bei solchen Geräten kommt es noch an, was am besten kann. Ne? Was hast du denn für eine Ausstattung? Magst du es uns erzählen? Ich? Ja. Ja, ich habe noch gar keine. Ich habe, wie gesagt, gerade Freitag bestellt und warte jetzt, dass das an den Laden kommt. Und ich das dann in mein Auto erstmal einbauen kann. Für zu Hause habe ich mir dann überlegt, eine Antenne selber zu bauen und die erstmal in den Baum zu hängen. Mal schauen, wie das funktioniert. Ich habe da eine ganz gute Anleitung überall gefunden im Internet mit Zeichnung und mit den Maßen und so weiter. Das, denke ich mal, kann man ganz gut nachbauen. Wenn man ein bisschen mit dem Lötkolben umgehen kann, dann funktioniert das auch, denke ich. Also du baust hier so eine Spargeldantenne. Ja, die heißt, so eine Spargeldantenne, genau. Die, das ist so T2LT, nennt sich das, glaube ich. Und, T2LT. Genau. Und da habe ich eine gute Anleitung gefunden. Die sollte funktionieren, denke ich, oder mehrere Anleitungen auch. Und auf YouTube gibt es auch, ich will das Ding dann so bauen, dass es eine 5/8 im Endeffekt wird. Weil ich auf YouTube mir so ein Filmchen angeschaut habe, in dem Filmchen wurde der Unterschied zwischen einer Viertelwelle, Halbwelle und einer 5/8-Welle dargestellt und dabei schließt die 5/8 am besten ab, also eindeutig. Ne? Und ja. Bei Antennenlänge bringt es halt. Ne? Das habe ich inzwischen gelernt in meinem Selbststudium. Ja, pass auf, wenn du eine Halbwelle hast, ist sie theoretisch stärker in der Abstrahlung als der 5/8, aber sie strahlt nach oben. Ja, und genau. Du willst sie nach unten bringen und deswegen machst du sie ein bisschen länger und dadurch, dass du sie länger machst, kommen die Abstrahlung wird parallel zum Boden und damit kriegst du dann die Reichweite und dadurch, dass die Keule, das ist ja mal so eine Abstrahlkeule, sie stärker in diese Richtung. Und das ist der Grund, das ist eigentlich ganz einfach. Deswegen werden die ein bisschen zu lang gemacht, deswegen sind das 5/8 und die sind dann irgendwie am besten. Und wir haben eigentlich immer mit unseren Funkgeräten hier, also im UV-Bereich, also im UHF-Bereich, im VHF-Bereich und im oberen Kurzwellenbereich, also CB, haben wir immer aufrechte Antennen, also immer vertikale Antennen, das heißt, nennt sich vertikal polarisiert. Und im Kurzwellenbereich im niedrigen, wie zum Beispiel 80 Meter Band, ist es horizontal, das ist also dann eine horizontale Antenne.
Und wenn du zwei Antennen hast, müssen die in der gleichen Polarisierung sein. Also wenn die eine vertikal ist, muss der, also der Sender ist vertikal, der Empfänger muss vertikal sein. Wenn der Sender horizontal ist, muss der Empfänger horizontal sein. Mhm. Wenn nicht, 20 Dezibel Verlust, das heißt massiver Verlust. Ja, ja. Genau. Ah, okay. Wie gesagt, ich hatte da diesen YouTube-Film gesehen, da war auch gut dargestellt mit dem Diagramm, mit dieser Keulenausformung und ganz toll erklärt, warum eine 5/8 besser ist als eine halbe oder eine Viertelwelle dann. Ne? Genau. Also, auch wenn du mit kleinen Handfunkgeräten funkst, aufrecht halten. Alle halten das Ding einfach nur gerade aufrecht. Nicht irgendwie so vor sich halten oder sowas und dann reinsprechen. Das funktioniert, also da ist die Verbindung viel, viel schlechter. Aufrecht halten. Und tatsächlich ist, wenn das in der Nähe vom Kopf hältst, ist der Kopf selbst ein Gegengewicht und verstärkt noch die Antenne. Haben sie getestet, ist unglaublich, aber ist so. Also die Leistung ist nicht groß bei den Dingern, also du nimmst dich, also du wirst dich auf jeden Fall nicht verletzen oder sowas. Also von wegen die Funkwellen gehen einfach durch dich durch, mehr oder weniger. Ist kein Handy. Ist kein Handy, genau. Ja, was ihr da ansprecht. Hier in der Nachbarschaft hatte mal jemand einen Piratensender. Jeden Sonntagsmorgen hat er uns dann beglückt mit seiner Musik, schlagermäßig. Ja, das waren vier Menschen. Also das Pärchen und zwei Kinder. Ja, und da sind drei Menschen, ja, am Krebsleiden gestorben. Habt ihr da auch wertvolle Tipps und Ratschläge, wie man darauf achten kann? Sagen, bei den Sendeleistungen, die sich im CB-Bereich abspielen und in dem Band von der Frequenz her, das ist nicht so ganz belastend. Also solange du diese analogen Betriebsarten macht, nicht Digitales hast, ist das da relativ wenig belastend. Genau. Ja, also du hast im Prinzip die erste Interaktion mit dem Körper, wo der Körper tatsächlich abschirmt, also überhaupt ein bisschen was von der Leistung aufnimmt, in Form von Wärme. Das ist irgendwie eigentlich im Gigahertz-Bereich. Also wenn du dann da oben bei 2,4 Gigahertz bist, dann vielleicht irgendwie auch schon oben bei 800, 900 Megahertz, da wo die Handynetze sind, da finden überhaupt erst die ersten Interaktionen mit menschlichem Körper statt. Vorher geht das einfach durch. Wir sind Glas. Für Radiowellen sind wir aus Glas. Also wir gehen einfach durch uns durch und es wird keine Energie abgegeben. Das findet keine Interaktion statt. Wir sind unsichtbar für die Dinger. Und wir sind auch zu klein. Das kommt schon dazu. Wir sind viel zu klein dafür, also für die langen Wellen. Also 11-Meter-Welle, wer von uns ist schon 11 Meter hoch? Ne? Also relativ wenig Leute. Also selbst wenn wir wollten, würden wir dann nicht in irgendeiner Weise in Interaktion treten können. Und deswegen sollte man sich da nicht so viel Gedanken machen. Außerdem ist die Sendeleistung nicht ohne Grund so niedrig gewählt, dass nämlich keinerlei Möglichkeit besteht, sich in irgendeiner Weise zu verletzen oder irgendjemanden zu verletzen damit. Und die nehmen das eigentlich relativ ernst, dieser Personenschutz, also dieser Emissionsschutz. Und deswegen ist zum Beispiel, also hier im 10-Meter-Bereich dürfen wir mit 750 Watt senden, also problemlos. Und auch im 2-Meter-Bereich dürfen wir das noch. Und im UHF-Bereich, da wird das dann weniger, da dürfen wir dann nur noch irgendwie 100 Watt oder so maximal, ich weiß nicht, 75, 50 sogar. Und da oben im Gigahertz-Watt, im Gigahertz-Bereich dürfen wir maximal mit 10 Watt funken. Und zwar nur, wenn wir eine A-Lizenz haben, also ganz wenige Leute. Und das ist, und so ein Handy-Tower hat 20, ne? Also wir sind da schon, also wir sind schon auf der unteren Kante von allem, was da ist, ne? Also da haben wir ganz andere Funker hier. Also die ganzen kommerziellen Funker, die haben alle sehr viel mehr Leistung als wir. Also so ein Radiosender im UKW-Bereich hat dann gut und gern mal 200.000 Watt, wenn er richtig, also NDR 2 hier im Norden, ja. die hatten mal 200, jetzt momentan haben sie noch 50.000 Watt. Okay, aber 50.000 Watt senden die und wir senden auf demselben Band mit 750, wenn wir ganz, ganz böse sind. Das ist schon ein kleiner Unterschied.
So. Zumal ja auch jedem aufgefallen sein dürfte, dass überall diese hübschen 5G-Masken hochgezogen werden. Mhm. Überall. Ja, also ich glaube, da werden unsere Gehirne noch viel mehr gegrillt von diesen Dingern als von unserem CB-Funk. Ja, ja. Ja, wir haben, guck mal, wir haben mit diesen kleinen Mini-Funkgeräten, haben wir am Schluss, wie viel Watt haben die? Für 8 Watt maximal, ne? Also wirklich 8 Watt, wenn alles vollgeladen ist. Ja, ja, ja. Das kriegen wir gar nicht zusammen. Also wir kriegen da irgendwie maximal 5 Watt raus aus diesen im 2-Meter-Bereich. Wir reden ja von einem 2-Meter, also ja, vom VHF-Bereich. Das ist völlig irrelevant. Also völlig irrelevant. Also was viel relevanter ist, ist, wenn man irgendwie so eine blöde eine Ladestation für ein Elektroauto. Die Dinger strahlen teilweise mit 200, 300 Watt. Und das macht den Amateurfunk ziemlich kaputt. Also die sind richtig dreckig, die Dinger. Und da kannst du nicht mehr funken. Und das ist richtig übel. Oder eine billige Maus aus China überhaupt. Billige Webcams oder sowas. Solarlader, genau. So, die sind richtig dreckig und die machen richtig viel Leistung. Also die kommen dann mit 40 Watt und machen irgendwie breitbandig die Funkfrequenzen kaputt. Also die machen die Infrastruktur kaputt und sie funken irgendwie Schwachsinn. Und deswegen irgendwie ist das sind Sachen, über die man sich aufregen sollte. Aber die kann man relativ leicht finden. Ich habe das bei einem Freund gemacht. Kurzwellenempfänger. Damit habe ich meine Störquellen gefunden. Damit. Also ich habe hier praktisch eine einfache Peilantenne, mit der kann man die peilen. Da ist dann hier auch ein ganz normaler Anschluss. Da würde man dann ein normales, sagen wir mal, Baufängen anschließen oder sowas und kann dann irgendwie die entsprechenden, dann fängt er an zu knistern in dem Augenblick, wo er was findet. Also praktisch in diese Richtung sucht man im Prinzip die, peilt man. Und wenn man so stellt, dann wird das minimal. Und da, wo es ganz minimal ist, da ist die Quelle. Und so arbeitet man mit Dingen. Es geht innerhalb von Sekunden. Innerhalb von Minuten. Ich setze mich damit aufs Fahrrad, fahre damit durch die Gegend. Innerhalb von einer Viertelstunde habe ich den Störer gefunden. Und das auf eine Reichweite von, keine Ahnung, 5 Kilometer oder so. Und das kann im Prinzip jeder. Das ist nicht so schwer. Was klemmst du da an? Was klemmst du da an dem Teil, was du uns da gerade gezeigt hast? Also zum Beispiel das Ding hier. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Malachit. Das ist ein kleines Gerät aus Russland, ein reiner Empfänger. Und den kann ich ja mal einschalten hier. Der würde dann sich so melden. Na, guck mal her. So, da hat er jetzt entweder Radio. Das machen wir mal kurz aus, anderes Band. So, gehen wir mal auf... So, jetzt bin ich hier auf dem 2-Meter-Band, Funkamateur, und da würde er dann, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da hat er mal hier einen Bereich, wo er liest, und da kann man den hin und her schieben und sagen, wo sind denn hier Signale, und wenn man irgendwie ein Störsignal hat, dann würde sich sofort etwas ergeben. Sagen wir mal, ich gehe jetzt mir auf die 145 300 ungefähr in die Nähe. So, sieht man die 145-300? Ja, da sieht man die 145-300. Die ist jetzt ein bisschen neben dem hellen Balken, den ich habe. Und ich drücke hier auf die Sendeleistung. Dann hast du sofort gesehen, dass da irgendwie ein taktisches Signal ist. Ne? Und ihr seid alle weg. Ja, habe ich gesehen. Aber wie klemmt man das jetzt an den anderen Teil dran? Ich habe auch noch sowas, ja. Kann ich empfehlen. Ja. Genau, so, da kommt dieses Ding hier kommt ab. Diese kleine Antenne, da schließt sie jetzt einen Adapter an und das Kabel und dann war's das. Soll ich das vormachen? Ja, bitte. Okay, kleinen Moment. Ich habe letztens hier so einen Teil auf dem Trödelmarkt entdeckt, hier, das ist so ein Weltempfänger. Und da kann auch von Mittelwelle, Kurzwelle und so, und CB kann da auch hier, habe ich vor 10 auf dem Trödelmarkt geschossen. Und da kann man auch mal durch den Garten rennen und da habe ich rausgefunden, dass meine Solarinverter von meiner Solaranlage richtige Störungen machen. Also wenn ich funke, dann muss ich die Solaranlage ausschalten. Ja. Oh. Andreas, sag mal, wenn du deine Sachen dort aufbaust, kannst du das nicht vielleicht auch auf Videos und Fotos festhalten, damit wir das von Anfang an mitbekommen und miterleben können? Ja, so. Das hatte ich vorhin auch schon mal im Chat geschrieben heute im Laufe des Tages, dass ich mal versuchen werde, da so ein Auspacken und Aufbauen und anschließen mal mitzufilmen. Das wollte ich eigentlich machen, ja, richtig. Ja, klasse. Das mache ich. So, da habe ich jetzt einen Adapter angeschlossen, also PL auf SMA, nennt sich das, ne? Also PL
Buchse, PL-Buchse auf SMA. Da kommt dann praktisch ein normales PL-Kabel dran. Wo ist jetzt die Kamera? Da. Da stecke ich jetzt das normale Kabel dran. Das ist praktisch ein normales PL-Stecker-Verbindungskabel. Und hier dran, auf der anderen Seite, kommt jetzt die Antenne dran. So, das war's. Jetzt ist mein Fallgerät fertig. Das ist relativ simpel. So, wenn ich die jetzt einschalte, dann würde er jetzt peilen in eine bestimmte Richtung. Ich schalte ihn nochmal ein. So. Ich schalte ihn nochmal ein. Ja, anders, anderes, andersrum. So, und jetzt kann man sehen. Na, ist jetzt da. So. Und wenn ich jetzt die Antenne drehe und jetzt wäre hier ein Signal, was hier momentan leider nicht ist, höchstens da oben irgendwie die LEDs oben an der Decke. Und die könnte ich irgendwie vielleicht theoretisch einfallen, aber ich habe die nicht auf dem richtigen Wand gestellt jetzt gerade. Also da muss ich jetzt mal wissen, wo sind die. Ich glaube, war da unten. Ne? Naja, jedenfalls, die könnte ich irgendwie einpeilen und dann würde er dann irgendwie sagen, oh, da ist die Störung. Aber die Peile, die haben irgendwie, glaube ich, im Kilohertz-Bereich. Da müsste ich jetzt weiter runtergehen im Band. Soll ich das machen? Ja, gerne. Ja. Okay, dann mache ich das mal. So. Sieht man auch die 5G-Strahlung da? Sieht man das? Man sieht alles. Man sieht, mit diesem Malachit kannst du alles einscannen bis hoch zu Handywellen. Das geht alles. Gamma Rays? Nee. Das 5G nicht. Ist halt 6 GHz hier in Deutschland, ne? Ja, 5,9, genau. 5,9, kann er oder? Nicht. Er kann bis 3 GHz geht der Malachit, glaube ich. Ja, so, in China also 6 GHz, das würde keiner können. So, jetzt mal hier. Nee, haben wir jetzt hier auch in Deutschland 6. 60? Nee, nicht 60, nein, 6. Na, 60 macht das China. Ja. Ja. Ich weiß ja, wieso kann er hier nicht, wieso schaltet er hier nicht? Ah, ich brauche einen kleinen Adapter. Kleinen Moment. Ich habe da noch ein Praxisbeispiel. Wir haben Bereich 20 auf CB gefunkt und da hat sich jemand ein Peilteil extra gekauft für CB. Und dann haben wir einen Test. Ich habe trockene Finger und mit trockenen Fingern lässt sich sowas nicht bedienen, deswegen habe ich einen kleinen Stift genommen. Und mit dem kriege ich den. Es wollte gerade hier. So. Jetzt habe ich den Namen nicht. Black. Sag mal schnell. Was erklären? Erzähl mal. Soll ich erzählen? Ich fange nochmal an, hörst du es auch mit? Wir haben mal, wo ich 20 war, auch immer noch weiter gefunkt, gemacht, getan. Da hat sich jemand einen CB-Scanner geholt für CB-Funk. Dann haben wir einen Test gemacht. Ich habe mich irgendwo hingestellt, das immer dreimal gemacht. Und dann habe ich alle 5 Minuten mal für 30 Sekunden reingesprochen und habe dann geguckt, ob der uns dann finden oder wir uns dann finden. Und es hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Eine Entfernung von ungefähr 10 Kilometern, mich dann halt zu finden mit dem Peilteil. Also das geht super mit dem Peilteil. Fuchsjagd. Genau. War ein beliebtes Spiel damals. Ja, es ist ein bisschen schwierig, das irgendwie über Kopf zu machen hier, aber man sieht dann hier, dass hier irgendwie teilweise Störsignale sind und die man irgendwie deutlich sehen kann. Die kann ich jetzt versuchen zu scannen damit. Aber das ist hier irgendwie ein bisschen schwierig, weil die sind natürlich allgegenwärtig hier in meinem Haus. Also weil ich habe hier irgendwie LED-Lampen, die dann irgendwie im unteren Bereich Lärm machen und strahlen. Also strahlen ist gut, die Emissionen haben. Ne? So, das ist ein Malachit und eine einfache Peilantenne. Kann man zusammenbasteln innerhalb von 2 Stunden irgendwie so eine Peilantenne maximal. Ist ein bisschen Handarbeit, das ist alles. Ein Kabel und ein Lötkolben, das ist alles, was man dafür braucht. Ja, danke für die Vorführung, finde ich klasse. So, damit kannst du irgendwie im Prinzip alle Störquellen, also wenn du jetzt eine klare Störquelle hast, was ich ja nicht hatte, ich habe mich jetzt ja nicht darauf vorbereitet auf eine Störquelle, das ist ja das, wer hat das eben in der Fuchsjagd gesagt, das war Markus? Ja, das hab selber noch nie gemacht, aber ich höre immer davon und es scheint so das zu sein, ne? Genau, das ist die Fuchsjagd. Und dafür ist es eigentlich auch gedacht. Das heißt, du hast einen einen Sender, der irgendwie eine Aussendung hat und du gehst dann mit hin und du suchst das. Und ich habe das bei einem Funkkollegen habe ich das gemacht und der hatte eine starke Störung im 2-Meter-Bereich
und das waren seine eigenen WLAN-Kameras. Und die habe ich dann auch irgendwie aus. Und er hatte schon die Bundesnetzagentur angerufen, um den Störer sozusagen zu finden. Und wenn die gekommen wären, dann wäre es teuer geworden für ihn. Das kostet mich 1.000 Euro, wenn man da selbst der Störer ist. Und dann habe ich gesagt, so, die Schuld ist mir 1.000 Euro, habe ich ihm gesagt. Hat allerdings nicht eingesehen. Ja, es ist halt schon schwer, so von jetzt auf gleich so eine Vernetzung hinzubekommen über die Funkgeräte. Da muss man wirklich ein bisschen basteln und ein bisschen manchmal auch den einen oder anderen Euro ausgeben, erstmal um zu probieren. Das ist halt so. Ne? Genau. Aber genau, wir wo wir da beim Thema wären. Mich interessiert jetzt, was jetzt ja jemand, der so null Plan hat wie ich, überhaupt ausgeben müsste. Sprich, wir haben ja schon von der Spargeltabelle, Spargeltantenne gehört oder eben halt von diesem CB-Funkgerät. Und es sollte ja wenigstens, denke ich mal, 10 Kilometer Reichweite haben, um sich im Notfall verständigen zu können. Was würdet ihr da vorschlagen? Und wer hat jetzt ungefähr ja, eine Preisangabe? Was muss man investieren dafür? Minimal. Ja, also. Markus, ich glaube, diese Baufängen sind das Minimal, sehr klar Einstieg, ne? Genau, also ich würde halt empfehlen, zwei Geräte vorzuhalten, für alle beiden Bänder, um kollektiv zu sein. Also fürs Baufängen würde ich, sage ich mal, 50 Euro sagen, denn zu dem 30 Euro Gerät gesellt sich meistens noch eine bessere Antenne dazu. Ne? 15 Euro, genau. Genau, also ne? Oder eben dann nochmal eine Feststationsantenne, so für 20 bis 30 Euro von Diamond oder so. Da habe ich schon Diamond mal was X50 ist genau. Der berühmte Besenstiel. Ja. Ne? Ich habe auch mal was in den Chat gestellt. Da gibt es einen in Berlin, der baut Antennen auch selber von Schmalenthaler. Und da kommt man auch ein bisschen weiter, also für 20 Euro. Also ich denke mal so 50 bis 70 Euro für Baufängen, wenn man das Komplettset nimmt. Und für CB-Funk 150, 160, weil ich habe von meiner Handfunke mit der Highflex-Antenne habe ich ungefähr um die 100 Euro ausgegeben. Und noch eine Feststationsantenne zu Hause für 50 Euro. Was man nicht vergessen darf, ist das Kabel. Ne? Also Kabel kann gut und gerne nochmal auch ein Fofi kosten oder 25, je nach Länge. Also wenn man jetzt 10 Meter überbrücken muss, dann muss man noch 25 Euro für ein Kabel rechnen, für ein RCL 5, Highflex 5 oder HSL 7, so auf die Kategorie. Genau. Ja, also RG58 wirklich nur, also es gibt so verschiedene Kabel und ja, ganz billige geht auch erstmal anzufangen. Da kann man sich für 10 Euro erstmal so ein Kabel holen, so ein RG58-Kabel nennen die Dinger sich. Ja, also sagen wir mal so CB-Funk 100, 150 und die Baufängen um die 50 bis 70, wenn man noch ein bisschen Zubehör dazu haben will. Ja, genau. Wo wir gerade bei Kabel sind, kurze Zwischenfrage. Dieses 7er ist wohl das Beste, denke ich, ne? Ist das auch geeignet? Das Beste ist Egoflex 10. Ja, okay, alles klar. Nein, aber was man bezahlen kann. Also ich hatte mal geguckt nach den Preisen. Ich bräuchte da doch schon so 30 Meter oder sowas. Und um wenig Verlust zu haben, sollte man vielleicht das 7er nehmen. Sehe ich das richtig? Und kann man daraus auch diese T2-LT-Antenne bauen? Klappt das ganz gut, ja? Genau, sehr schön. Wird gerade gezeigt, dass wir das oben nochmal irgendwie, zeig's nochmal hin, das obere war das RG58, das da unter ist das RG213. Ja, okay, das ist der alte Klassiker, ja. Genau. Also, hier nochmal auch ebenfalls RG58. Das sieht man dann, wenn man den Stecker dazu sieht im Verhältnis. Das sind so dünne, die heißen RG58, das glaube ich 5,8 mm Durchmesser hat oder so, ne? Okay. Aber genau, die gehen das da hast du die beiden. Für 5 bis 10 Meter gehen die schon. Also das geht schon. Ja, genau. Für 5 bis 10 Meter maximal. Also für Kurzwelle ist das RG58 ausreichend. Also wenn das nicht zu lang wird, sage ich mal, die Zuleitung. Also zum Beispiel für CB-Funk und so, kann man durchaus damit machen. Man muss das ist relativ billig, es ist leicht zu verlegen, es ist leicht zu verbauen. Und wenn man sich verschneidet, dann tut das nicht gleich weh. Das kostet irgendwie pro Meter, was weiß ich, wie viel? 60 Cent oder so, ne? Ja, also ich habe bei eBay Info für 6 Euro Müll geholt, 15 Meter und es funktionierte erstmal. Hat zwar zwei abgefressen, aber es ging. Du musst bei einer Sache fürchterlich aufpassen. Momentan ist Kupfer tierisch teuer. Deswegen werden die teilweise verkauft und die sagen, das ist, was war das?
CC80 oder C82. Nee, CCA oder so. CCA. Wenn da CCA steht, dann heißt das Copper Coated Aluminium. Dann ist das nicht Kupfer, was hier die Abschirmung macht, sondern es ist Aluminium, das ist Aluminium, das einfach nur mit Kupfer irgendwie bedampft ist. Und das kann man nicht löten und das ist schwer zu verarbeiten und das ist auch wesentlich schlechter in der Leitfähigkeit. Und das ist viel, viel billiger. Und wenn ihr solche Kabel kauft, passt drauf an, auf, dass es nicht CCA ist. Wenn da CCA draufsteht und das ist super billig, dann hat das seinen Grund. Ich gebe mal einen in den Chat, gebe ich mal einen Kabelkonfigurator, stelle ich mal ein. Der ist meiner Meinung nach preislich top und da kann man die Kabel gleich mit den passenden Steckern vorkonfektionieren, den passenden Längen, wie man sie möchte. Genau. Und da empfehle ich für einmal das HyFlex 7, das habe ich selber, das nutze ich selber bei mir zu Hause, HyFlex 7. Und das HyFlex 5, ne, RCL 5, das ist das Minimum, würde ich sagen. Ja. Ja, also RCL 5 oder HyFlex 7, wer ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte. Aber RCL 5 kostet 1,55 der Meter und ist bei der Webseite echt gut. Ich stelle das mal in den Chat. So. Es gibt auch noch ein sehr professionelles Kabel, das nennt sich H2000, glaube ich. Und das habe ich hier irgendwie verbaut. Ja, völlig schwachsinnig für Kurzwelle eigentlich, aber ich wollte keine Verluste haben, wirklich gar keine. Und das habe ich irgendwie günstig irgendwo, da lag noch eine Rolle rum, die von den Funkamateuren. Und die hat er mir einfach in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, spiel damit. Und damit haben wir irgendwie sozusagen einige der kritischen Leitungen hier in meinem Haus aufgebaut. Wie gesagt, je höher die Frequenz wird, desto aufwendiger, also deswegen, desto teurer wird das Kabel. Also deswegen, je dicker wird das Kabel und desto besser muss es sein und auch desto teurer. Weil die Verluste in diesem Kabel, die stehen dann bei den Kabeln dann meistens dabei. Bei welcher Frequenz sind wie viel Verluste pro Meter oder pro 100 Meter? Und da muss man eben darauf achten, dass man eine sinnvolle Größenordnung hat, also wenn man irgendwie nur ein halbes Dezibel Dämpfung hat, weil man hat 20 Meter oder so, dann sollte man nicht das Geld zum Fenster rausschmeißen, nur um noch ein kleines bisschen perfekter zu werden. Das lohnt sich dann meistens nicht. Mhm. Na, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, 50 Meter bis zu deiner Antenne hast, dann solltest du schon ein vernünftiges Kabel verbauen. Also witzigerweise, je länger das Kabel ist, desto teurer wird es pro Meter. Ja. Also, möglichst dicht an der Antenne dran sein, wenn man funkt. Dann wird es billig. Genau. Wie war denn das nochmal? Die Antenne ist der beste Verstärker? Ja. Also dementsprechend das Signal von der Funke bis zur Antenne ist auch wichtig. Also da vielleicht auch nicht dran sparen. Nee, das ist richtig. Ja, ist wichtig, genau. Also die Zuleitung, wenn du ein billiges Kabel hast, guck mal hier, zum Beispiel dieses hier, das ist ein super, super, warte mal, das kann man nicht sehen. Doch, das kann man sehen. Da oben seht ihr dieses kleine Kabel, das da längs läuft. Das ist das Zuleitungskabel, das kommt mit der MLA30, das ist eine reine Antenne das ist eine kleine Loop-Antenne, also eine Rundantenne. Und die ist nur das ist eine reine RX-Antenne. Und die haben dieses komische Scheißkabel damit geliefert. Diese ganze Antenne ist toll, die Elektronik, die da drin ist, ist toll. Und dieses Kabel macht alles kaputt. Aber ich habe das nicht ausgewechselt bisher, weil, naja, egal. Und da sind irgendwie so, keine Ahnung, 15 Meter von diesem Dreckskabel dran. Und das ist noch dünner als RG58. RG158. Genau, das ist die MLA30, die ist, wenn man irgendwie jetzt einfach nur hören will, in einer Kurzwelle, ganz niedlich, ist so eine chinesische Antenne, wird mit an USB angeschlossen und verstärkt eigentlich das Signal ganz hübsch und ist sehr, sehr klein, wenn man keinen Platz hat und nur hören will. Dafür ist es da. Also zum Beispiel, wenn man so einen SDR-Receiver hat, also so eine... Das ist alles in Reichweite hier. Warte mal, hoffentlich kriege ich das hier aus dem Kabelwust rausgezogen. Das hier ist ein SDR-Empfänger, wenn ich den mal hier abnehme. So, das hier ist ein SDR-Empfänger, das ist so ein kleiner Stick und der kann alles lesen zwischen 0, also zwischen 50 Kilohertz und 2 Gigahertz oder so. Hier ist eine SMA-Buchse dran, also da kommt dann praktisch die Antenne von der MLA30 rein. Hier ist der Anschluss an den Computer. Da kann man dann, den kann man einfach in den Laptop oder sonst irgendwie reinpacken. Und da gibt es Software für, wie zum Beispiel
keine Ahnung, für Windows weiß ich es momentan nicht, für Linux heißt es QRX, nein, wie heißt das? Na gut, jedenfalls den Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber das war, das ist praktisch Software, mit der man dann frei die Dinge empfangen kann, da kann man alle Signale empfangen, also UKW-Radio, die ganzen Schmalband-Sachen auf Amateurfunk und so weiter, und wenn man jetzt sagen, wenn man in einer Notsituation ist und man hat wirklich gar nichts und kann gar nicht senden, sondern nur hören und will nur wissen, was los ist und wer was wo sagt, dann kann man so ein Ding zur Not nehmen und kann irgendwie sowas hören. Das ist im Prinzip auch ein SDR, genauso wie dieser Malachit. Da kann man den eben auch die entsprechenden Kanäle reindrehen, auf SSB schalten und der kann irgendwie lesen, was die, was irgendwie von wegen, wenn du ein richtiges Sende-Amateurfunkgerät kaufen würdest, dass das kann, bezahlst du gut und gerne mal 500 Euro oder so. Und das Ding, das kriegst du für 50 und das macht schon einen kleinen Unterschied. Ne? Also das ist zum Beispiel eine billige Lösung, um einfach hören zu können. Das sollte man nicht vergessen. Allerdings sollte man nicht so ein dünnes Kabel wieder oben benutzen, das zerstört im Prinzip die ganze Signalqualität. Das muss ich auch noch auswechseln, wie gesagt. Aber man kann nicht alles auf einmal machen. So, haben wir was in den Chat gestellt? So. Zack. Genau, im Chat steht das MLA30. Das kostet ungefähr 30 Euro oder so. Also die Antenne ist billig. Dieser kleine Stick kostet 50 Euro. Bei real.de zum Beispiel gibt es den auch. Und oder bei Amazon, wo überall. Das ist ein, warte mal, ich kann es dir auch nochmal hinschreiben. Das ist ein MSI-SDR. Und dieser MSI-SDR, der kann 50 Kilohertz. Ja, bis, das hat dann mehr was für Gebastel, oder? Also ich meine, das ist eher weniger was für ein Einsteiger, aber was sagst du? Ja, das ist kein Gerät, das du einfach hinstellst. Also wenn du ein Gerät haben willst, das du einfach einschaltest und alles ist gut, Malachit. Macht dasselbe, aber irgendwie ohne Computer, ohne Geist einfach einschalten. Und das habt ihr ja eben gesehen, wie das läuft. Im Prinzip dasselbe. X. Ja? Das X, bitte. Ja, da möchte ich jetzt nochmal in die Runde fragen. Also ich habe da mehrere. Aber das Thema jetzt Autofunk haben wir überhaupt noch nicht besprochen. Und wir haben jetzt schon über eine Stunde gesprochen. Ah. Habt ihr Lust, das nochmal zu machen? So einen schönen Videoabend wie heute. Also mit so viel geballtem Fachwissen, ich fand es genau. Fantastisch. Genau, Autoantenne wird da gezeigt. Das ist eine Mobilfunkantenne für CB. Das zeigt der gerade der Black Indianer hier. Oh, das, wo? Na? Das ist doch richtig. Wenn er dabei redet, dann wechselt er in den Bildschirm. Also, dann sage ich das. Also, das ist jetzt eine Mobilspargel 5/8. Muss ich noch gerade halten. Das, was man gerade sieht, ist das Teil zum Einstellen. Fire Stick, ne? Und dann kann man das aufziehen. Warte. Das Schwarze ist die... Warte, ich bin zu nah. Schwarz ist die Spitze und das, was dann nach hinten kommt, ist dann die Einstellschraube. Bei dem Teil ist es leider so, die Einstellschraube ist vorn Arsch. Aber den Magnetfuß, den ich dafür habe, ist genauso eingestellt, dass... Na, wo ist er hin? Dass das genau so passt, wenn er komplett eingefahren ist. Super. Cool. Nochmal eine andere Sache dazu. Das ist so ein netter, typischer PL-Fuß, wie früher. Mhm. Was ich auch schon mal gefragt habe, vorhin, heute im Telegram, bei dieser Einantenne, ist das eine Spule oder ist das einfach nur eine Spirale? Bei mir ist es eine Spirale, keine Spule. Die Spule ist... Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wenn ich ganz dicht komme. Ja, genau, da kann man das ein bisschen erkennen. Nee, das ist eine Wickelantenne. Das genau. Heißt, die wird gewickelt. Das ist alles. Das heißt, das sind diese sogenannten Schweinekringel, nennt sich das. Das heißt, sie werden zum Beispiel in diesen kleinen Baufängen-Dingern. Da ist das auch. Hier oben ist so eine kleine. So eine kleine Schweinekringe drin, die ist ganz, ganz mies. Es gibt dafür eine Umbauanleitung, wie man da eine vernünftige Antenne ranbringt und dann wird sie wesentlich besser in der Abstrahlung und werden irgendwie, ich glaube, 10-mal so gut oder so. Also das, da kann man dann viel dran machen. Aber momentan passen sie in die Tasche, danach passen sie nicht mehr in die Tasche. Das muss man wissen. Genau. Darf ich? Sollst du? Wer soll? Ja, mach du erst. Du hast auch noch was in der Hand. Ja, ich habe hier noch meine
Dualbandantenne, die halt CB und Freenet kann. Das ist eine von Sirius so ein Modell. Und die habe ich hier auf dem Magnetfuß geschraubt hier, ne? Und ja, kann man dann quasi die eine Antenne an beide Geräte einfach ranknippern. Mal mit einem Duplexer oder einem Antennenumschalter. Aber bitte noch. Für normal würde ich sagen, einfach so eine Antenne aufs Autodach mit Magnetfuß. Da kann man da beide Geräte anschließen und ist halt auch eine Kompromisslösung aus Reichweite und so. Ne? Ich habe mir sagen lassen von Profis, dass als Mobilantenne fürs Auto die Super Santiago 1200 wohl sehr, sehr gut sein soll. Ich habe sie selber nicht, aber die wurde mir da auch empfohlen. So. Und für die Freenet-Geschichten, da reicht auch was ganz Kleines, so wie hier gerade Hanno in der Hand hat. Das ist ausreichend. So. Genau, ich habe jetzt hier eine kleine, auch eine Mobilantenne, auch UV. Das ist eine UV-Kombo-Antenne. Hier sieht man nochmal den Namen davon. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann, genau. Und die habe ich gekauft. Ein bisschen Glück habe ich das gemacht. Das ist sozusagen die ist gestackt. Also du hast zwei Antennen übereinander, eine Spule in der Mitte, die eine Halbwelle irgendwie tötet. Und damit sind zwei positive Halbwellen, die da sind, und die verstärkt sozusagen auch noch. Das Ding macht 2,70 Meter, also für PMR und Freenet zusammen möglich, beziehungsweise 2 Meter Amateurfunk und 70 Zentimeter. Die Dinger, die kommen einfach aufs Autodach in der Mitte, und dann hat man irgendwie ein wunderbares 2 Meter Funkgerät. Das Ding steckt bei mir in der falschen Polarisation, also parallel hier an einem Bücherregal aus Metall, und ich empfange damit die entsprechenden Release hier in der Nähe und kann im Prinzip den ganzen Norden mit diesem kleinen Drecksding irgendwie hier befunken. Und auf dem Auto würde das wesentlich vernünftig besser funktionieren. Erstens wäre es richtig polarisiert, zweitens hätte es ein Gegengewicht, und drittens wäre es draußen und nicht im Zimmer. Also das geht eigentlich gar nicht, was ich hier mache, aber es funktioniert trotzdem. Also was soll's. Stell dir mal einen Chat, die Antenne, die du hast. Würde mich mal interessieren. Ja, genau, aber dann schreibe ich das mal kurz auf. Die funktioniert sehr, sehr gut. Ein Zufallsfund von mir. Ich hätte nicht gedacht, dass die so gut funktioniert. War irgendwie nur ein Notkauf, und dann stellte ich fest, mein Gott, die geht richtig gut. Also, das ist die OPEC. OPEC Mag Mount AM101. So, das ist also praktisch UV, ne? Also irgendwie, das ist also für UV. UV. Ne? UV, jetzt wisst ihr ja, was ich mit UV meine, ne? Also die Anfänger. UV ist UHF, VHF, ne? Also praktisch die beiden Frequenzen, die, also das VHF schließt an die Kurzwelle an, und das UHF schließt an das VHF an, und das heißt, ihr könnt das so sagen, VHF ist wie UKW-Radio in den Größenordnungen, und UHF ist wie die alten terrestrisches Fernsehen, DVB-T1, DVB-T2, die liegen alle da oben. Ne? Oder eben PMR. Danke für die Erklärung. Dankeschön. Probier doch einfach mit den normalen Frequenzen FM, AM, UKW, Langwelle, Kurzwelle, das ganze VHF, UHF. Ich glaube, das führt zu weit und ist auch sehr verwirrend, weil sie sich alle sehr, sehr gleich anhören. Ja, warte. Das mache ich aber absichtlich nicht, weil FM und AM sind eigentlich Modulationsarten. Die haben nichts zu tun mit der Frequenz, die benutzt wird. Und deswegen benutze ich lieber die Frequenz, so die groben Bänder, weil man damit irgendwie schon mal weiß, in welcher Größenordnung man liegt. Das ist sozusagen das Gröbste. Weil du kannst zum Beispiel auf CB kannst du in AM funken oder in FM. Das sind AM heißt Amplitudenmodulation und FM ist Frequenzmodulation. Das führt jetzt aber zu weit, dafür müssen wir eine andere Session machen. Heute wird irgendwie das meiste im CB-Bereich und oberhalb in FM gemacht. Und in der Kurzwelle in AM und in SSB, also hauptsächlich in SSB im Amateurfunk und AM im Radio. Und das, was wir als AM-Radio kennen, das ist die Mittelwelle, die ja nicht mehr existiert in Deutschland. Die hat ja aufgehört zu existieren, es gibt keine Sender mehr hier. Und UKW ist FM, also FM-Radio ist unsere UKW-Radiosender, die sind irgendwie
Breitband-FM. Das ist auch was anderes, als wir bei CB machen. Wir machen Schmalband-FM bei CB. Also CB hat eine Bandbreite von 10 Kilohertz. Na, nicht ganz, ja, so ungefähr 10 Kilohertz. Und ich glaube, 100 Kilohertz ist Breitbandradio oder so. Also es ist ein ganz anderer Schnack. Ich habe auch mal SSB probiert, um halt zu erörtern, ob SSB was auch für den Notfallfunk wäre. Aber ich habe dann für mich entdeckt, dass SSB wirklich nur was für ein Hobbybereich ist. Also wirklich nur was für eine SSB-Runde Berlin-Brandenburg hier. Ist ganz nett zuzuhören und so, macht auch Spaß. Aber nichts für Notfunk. Ja, nur mal so am Rande. Also Single Side Band halt. Ja. Okay, also SSB, ja, pass auf, SSB ist ja irgendwie, das ist so. Ich erkläre das mal, soll ich das mal kurz erklären, was das bedeutet? SSB und FM und AM, ich mach das mal kurz. Also wenn du AM hast, dann hast du im Prinzip zwei Seitenbänder. Also du hast im Prinzip deine Modulation ist so, dass du irgendwie deine Frequenz hast, ja? Und dann hast du dein Signal, das ist irgendwie groß, klein, das ist dein Audiosignal, ja? Das kann man ungefähr sehen. So, das heißt, du hast irgendwie im Prinzip deine Welle, die du hast, und die ist dann AM moduliert. Das heißt, wenn mehr Signal ist, wird das größer, wenn es weniger Signal ist, wird es kleiner. So, das nennt sich Amplitudenmodulation. Erstmal das. Das bedeutet, wenn du irgendwie das Frequenzband siehst nachher, in einem Malachit, dann sieht das Ding so aus ungefähr. Also in der Mitte hast du so einen Peak und auf beiden Seiten hast du Seitenbänder. Das Einzelseitenband wird das eine weggeschnitten, weggefiltert. Der Träger, das ist sogenannte, das Signal, das moduliert wird, wird weggemacht, weil das ja keine, das bedeutet ja, das ist mit dem nicht moduliert und nur das, was wirklich moduliert ist, wird übertragen. Und das nennt sich das Seitenband. Und wenn du das obere Seitenband überträgst, dann ist es den USB. Wenn du das untere Seitenband überträgst und das andere wegfilterst, dann ist das LSB. So, das heißt, du hast erstmal nur die Hälfte der Bandbreite, die du verbrauchst, anstatt das volle Signal, verbrauchst nur die Hälfte. Und wenn du nur die Hälfte Bandbreite brauchst, dann geht auch die doppelte Energie irgendwie sozusagen, das Signal ist doppelt so stark, weil dieselbe, wenn du mit 10 Watt sendest, dann würde hier 10 Watt irgendwie sozusagen mit verloren gehen hier hinten und hier kommen die 10 Watt dazu, das heißt, du hast irgendwie weniger Signal mit mehr Energie und das geht dann weiter und deswegen wird das benutzt auch beim Notfunk, aber nur im Amateurfunk und wir müssen beim Notfunk davon ausgehen, dass alle Leute normale Geräte haben und die können kein die CB-Funkgeräte, genauso wie die Baofengs und so, die können kein SSB. Das können nur diese Amateurfunkgeräte, die Kurzwellen-Amateurfunkgeräte. Und die sind relativ teuer teilweise. Also die kriegt man ab 400 Euro oder so. Ja, so. Gut, das Albrecht, was ich mir jetzt bestellt habe, habe ich mir extra wegen diesem SSB auch bestellt. Ah, das für 300. mit diesen 12 Watt halt, wegen der Reichweite halt. Ja, genau. Und ich habe davon, wie gesagt, zwei Geräte bestellt, eins für mich, eins für meinen Freund, der übrigens auch von Funk keinen Plan hat, der noch nie Berührung mit hatte. Und den habe ich aber allerdings jetzt auch schon dazu bekommen, dass er sich heute auch in diesem Kanal hier mal angemeldet hat, damit er da mal ein bisschen was mitbekommt auch. Und ja, mir fällt dann die Aufgabe zu, ihm das zu erklären. Ja. Ja, mal abwarten. Ich weiß, ich bin da selber noch nicht wieder so firm drin, aber ich werde da schon hinkriegen. Naja, meine Erfahrung ist einfach, dass ich hatte das mit einer AE2990 probiert. Ich bin also ein Handfunkenfetischist und deswegen auch halt AE2990. Und da hast du ja oben den Clarifier und da hast du keine Skala an dem Gerät. Ich wusste gar nicht, wohin ich den Clarifier regeln sollte. Man hat mir immer rückgemeldet, ja, du bist neben der Spur. Ja, wie denn? Ich weiß es doch nicht. Ja. Und das war so für mich die Schwierigkeit. Das war auch sehr nur Rauschen, Dauerrauschen. Klar kamen die alle drin und so. Ich kam auch nach Tempelhof. Ich kam bis nach belgische Grenze. Das war schon ganz cool und so. Aber ja, ich weiß nicht. Also das ist gerade mit dem Clarifier und so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten wäre für Normalos, die einfach nur das Ding anschalten wollen und hören, wer ist auf dem Band und wer braucht Hilfe oder so. Ja. Ja, also das ist genau das Problem. Du brauchst mehr Wissen, um mit SSB zu arbeiten, also mit den Seitenbändern, weil du praktisch, wenn du die nicht ganz auf der Frequenz liegst, dann fängst du plötzlich an, wie eine Mickey Mouse zu klingen oder irgendwie wieder Besebub persönlich, so mit oder ja, es ist, das passiert
ruckzuck schnell. Und das Problem ist, je höher die in den Frequenzen sind, die Funkgeräte, desto mehr fangen sie an, sozusagen ein bisschen ungenau zu werden. Und dann musst du irgendwie fein nachjustieren, irgendwie bist du genau auf der Frequenz, bis wo der andere sendet, bis du ihn in einem vernünftigen Ton hörst. Und deswegen wird irgendwie in den höheren Frequenzen, also angefangen eigentlich bei allem, was, also CB hat früher auch AM und SSB gehabt als Hauptmodulation. Das war sozusagen das Höchste, was noch sinnvoll ist. Und darüber wurde eigentlich immer FM gefahren. Es gibt auch 2 Meter noch eine SSB-Runde. Aber die kämpfen auch immer mit dem genauen Einstellen, dass die alle auf derselben Frequenz liegen. Und das ist, was du sagst, mit dem Clarifier und den ganzen anderen Sachen, eine Sache, die du üben musst, wo du erfahren sein musst. Und das geht irgendwie am Prinzip, da geht nichts an Amateurfunk vorbei. Das kriegt man als Nicht-Amateur eigentlich gar nicht so richtig hin. Also das kannst du gar nicht richtig üben, weil du hast nicht die Partner, du hast nicht die ganze Infrastruktur und so weiter. Und für Notfunk ist das nicht so sinnvoll. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, dieses 80-Meter-Band benutzt, dann ist das, wird eigentlich immer SSB gesprochen, weil du eben mit ganz, ganz wenig Leistung sehr, sehr weit kommst und damit eben auch nicht nur den Nahbereich abdeckst von irgendwie 50 oder 60 Kilometer maximal, sondern wirklich irgendwie 900 Kilometer oder so ans Ende von Deutschland. Und da ist dann SSB wirklich von Vorteil. Und das funktioniert dann auch. Also da würde ich sagen, gehört SSB hin, weil CB, ja, wenn wir Überreichweiten haben und so und wenn wir solche Sachen machen, dann schalten wir auch mal auf SSB mit entsprechenden Geräten. Aber die Geräte sind meistens auch ein bisschen teurer. Ich weiß nicht, wie teuer jetzt dein Gerät war, das SSB kann. Meiner Erfahrung nach sind die meistens ein bisschen teurer. Ja, das hat jetzt 209 Euro gekostet. Ja, genau. So, also da sind wir schon wieder in der nächsten Preiskategorie aufwärts. Also ich bin ja irgendwie mit meinen Geräten, versuche ich ja irgendwie so im 100er-Bereich zu bleiben, wenn es irgendwie geht. Weil das ist das, was die meisten Leute sich so leisten können. So, also 60 Euro ist so die Untergrenze, da würde ich sagen, liegt noch mal ein paar Euro drauf, geht mal irgendwie, naja, auf diese 120 von der CAT oder meinetwegen 150, wenn einem da dran irgendwas nicht passt oder so. Aber in dem Bereich kriegst du eigentlich schon ganz schöne Geräte und dann musst du ansonsten irgendwie gleich auf 200, 300 oder 500 Euro gehen, um vernünftige Geräte zu kriegen. Und das macht irgendwie halt keiner. Und du erwischt am Schluss auf mit SSB auch immer nur Amateurfunker, ne? Also Funkamateure genau genommen. Mhm. Ja, also für Notfunk ist es Quatsch. Eher AM, weil jedes CB-Funkgerät kann auch AM und einer der ganz großen Vorteile von AM ist, also Nachteile ist, das ist anfällig gegen Rauschen, also gegen Gewitter und Umgebungsrauschen und was weiß ich. Aber wenn 2 Leute gleichzeitig auf dem Kanal reden, dann hörst du beide. Das hörst du bei FM nicht, wenn du hörst nur den lautesten und der andere verschwindet komplett. So, und das ist, wenn du jetzt einen Notfunkkanal hast, wie den Kanal 9 ist das, glaube ich, ja, der ist auf AM, auf CB. Und das ist natürlich äußerst sinnvoll, weil du beim Notfunk eben mehrere Leute gleichzeitig hörst. Flugfunk zum Beispiel läuft auch auf AM und das aus gutem Grund. Ne? So, die Qualität ist schlechter, aber du hast eben diesen Vorteil, dass du mehrere Leute gleichzeitig hörst. Jemand, der irgendwo im Hintergrund schreit, ah, ich stürze ab, den willst du eigentlich nicht überhören. Nur weil jemand irgendwie sagt, ja, wie ist jetzt mein Anflugvektor irgendwie? Bei mir ist schon das Landefahrwerk draußen und wie ist eigentlich das Wetter bei euch und sowas? Und dann hörst du den Typen, der schreit, dass irgendwie da eine Flügel abgerissen ist. Nicht das. Beim Flugfunk, denke ich, ist AM schon der richtige Wert und deswegen im Notfunk, also Kanal 9 sollte man sich merken. Kanal 19 ist dann der FM-Notfunkkanal. Also das sollte man sich auch merken. Ja. Ja, ihr Lieben, ihr habt uns heute jetzt schon so viele tolle Sachen erzählt und so viel gezeigt. Und ich denke, ihr habt noch so viel mehr Wissen. Und ja, möchte euch einladen zu einer nächsten Gesprächsrunde und werde dafür eine Umfrage starten und fragen, wann ihr dafür Zeit habt. Möchte jetzt aber den Abend hiermit beenden, weil wir schon wirklich eine ganz lange Sendezeit haben.
Und ja, all das muss ja auch verarbeitet werden können, was ihr uns jetzt erzählt habt. Also ich muss mir das bestimmt noch dreimal wieder angucken, damit ich das alles irgendwie verstehe. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, wenn wir den Abend jetzt beenden. Ja, also ja. Danke, ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ja, also Anni, ganz großartig, dass du das angeleiert hast hier. Und Markus ist ja sowieso irgendwie und Markus, Bernd hier, irgendwie Black Indianer hier, die sind ja alle irgendwie schon vor dabei und können dann auch helfen. Also ich werde auch sehen, was ich Fragen beantworten kann, hier auch im Telegram-Chat. Und das sollten wir auf jeden Fall fortsetzen, finde ich auch. Ich wollte nochmal dazu sagen, der Black Indianer ist Roman auf Telegram. Ah, Roman, ah, Roman ist. Mach bitte. Roman. Ist Roman. Alles klar. Ja, das erklärt vieles. Ihr habt den Kanal über einen Einladungslink von einer guten Freundin von mir bekommen. Ich weiß gar nicht, wie es zu der Ehre kam, aber ganz ehrlich, unter allen Funkchats, die ich bisher bei Telegram habe, ist das echt der coolste. Also wirklich, wo wirklich auch mal ernst genommen wird, das Thema, und nicht nur irgendwelchen Mist geteilt wird oder Finger zeigt, du darfst du nicht verwenden. Nee, macht Spaß, ja. Also. Anni, hast du denn jetzt noch irgendwie eine brennende Frage oder sowas auf den Lippen, wo einer von uns vielleicht helfen kann? Wann habt ihr das nächste Mal Zeit? Ja, ich würde sagen, nächsten Sonntagabend, wenn es passt. Schlechter. Freitag oder Samstag? Lieber Freitag oder Samstag. Weil ich muss morgen um 5 aufstehen und eigentlich müsste ich um 9 ins Bett. Ich weiß nicht, wie spät wir es jetzt schon haben. Ja, da muss ich gerade mal gucken. Ja, das können wir aber sonst auch noch im Chat besprechen. Ja, auf jeden Fall war es ein klasse Abend. Vielen, vielen Dank. Ich bin neugierig auf die Bilder und Videos von Andreas. Ja, wenn du da Hilfe beim Schnitt brauchst oder so, musst du das Bescheid sagen, dann helfe ich dir gerne. Ach, das wäre super vielleicht, ja. Ja, und ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen. Und ich hoffe, die anderen nehmen viel mit von unserem tollen Interview hier. Habt vielen, vielen herzlichen Dank. Jo. Ja, wir haben das irgendwie die Oberfläche ganz gut angekratzt. Also ich glaube, wir haben ein bisschen Überblick gegeben, ne? Ja, ja, das ist so. Mhm. Ja, es ist ein weites Feld mit dem Funk, ne? Da haben wir noch viel zu erzählen und da hat, glaube ich, auch jeder von uns noch irgendwie viel beizutragen. Also sind ja auch schöne Geräte. Das eine Gerät, das du gesagt hattest hier mit das CB-Funkgerät mit SSB, das hätte ich gern, dass du es noch in den Chat schreibst, weil das interessiert mich. Das ist das Albrecht AE5890. 5890, ich schreibe. Ja, ich kann dann auch noch einen Hinweis geben. Ich habe viele CB-Funkgeräte noch aus meiner früheren Zeit, 80er, 90er Jahre, und habe jetzt mal auch ein Gerät mit SSB neu gekauft, und zwar President McKinley. Mhm. Liegt preislich bei um die 240. Hm. Ja, das war mir zu teuer, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich sag ja, die meisten Leute sagen so, dann so, so 200 war so schon die harte Grenze, muss ich ehrlich zugeben, um sowas auszugeben für, ja, mal sehen. Also wie gesagt, ich hatte jetzt in letzter Zeit mein uraltes Albrecht AE4100 rausgekramt und habe da, glaube ich, nur, ich weiß gar nicht, was das für eine Antenne ist, so eine Dachrinnen-Klemmantenne, mit der ich nur Rauschen empfangen habe und einmal so einen Baustellenwarner, ja, auf der Autobahn. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Der sagt dann immer, Achtung, Gefahr, Danger, Danger, wenn ihr an so eine Baustelle auf der Autobahn ranfahrt. Kannte ich auch noch nicht. Ich habe mich gewundert, wo das herkam und habe das dann mal nachgelesen. Das gibt es tatsächlich auf deutschen Autobahnen. Und mit dem Gerät, das ist ein 12-Kanal AM und 40-Kanal FM, ist es, glaube ich, mit 1 und 4 Watt. Ich weiß nicht, wie alt das Ding ist. Ich habe mal nachgelesen, bei eBay werden die schon als Raritäten gehandelt. Finde ich ganz gut, also ich werde es auf jeden Fall behalten. Und aber es kam halt nicht viel. Ich habe auch kein Stehwellenmessgerät mehr gehabt. Also ich habe nicht viel mit Senden versucht, um das Ding nicht zu schrotten. Ich warte jetzt, bis mein Material ankommt, und dann werde ich das auch noch mal einmessen und mal gucken, was damit geht. Genau. Für die gebrauchte Technik ist ja auch ganz nett, aber ich habe meine zwei alten Handfunkgeräte, das AE2200 und das 2100, jetzt auch bei eBay verkauft, weil 40 Kanäle, das ist, also sollte man schon 80 Kanäle schon kicken, war. Also ja, ja. Wer sich ein neues Gerät kauft, braucht kein 40-Kanal-Gerät zu kaufen. Ich habe ich meinen alten Plunder als Opferkauf für Sammler oder was, weil das bringt mir nichts. Ja. Stimmt. Ja.
Also was richtig so 51,90, habe ich richtig verstanden, ne? 58,90. 5890. AE 5890. Gibt es bei Neuner, wie gesagt, oder gab es bei Neuner? Ja, der Todde, der hier auch mit Neuner in Kontakt steht, ist ein YouTuber, der immer gerne was vorstellt hier, Todde live bei YouTube. Mhm. Und der hat auch schon gesagt, dass es demnächst richtige Engpässe geben wird in Sachen Geräte und so. Also lieber jetzt noch anschaffen, ja, ja. Das ist schon knirscht. Und auch die eBay-Shops leer kaufen am besten. Weil der hat selbst gesagt, der Markt wird nochmal richtig teuer werden für Technik generell. Ja. Also ich werde mir noch eine Solarzelle kaufen jetzt für meinen Koffer, den ich mir bauen will. Und ja, dann habe ich alles. Aber ja, muss mal kaufen. Jetzt noch. Gut, Annie drückt. Ich sage tschüss. Ich muss auch ins Bett. Ich muss auch so gegen 6 aufstehen. Also wir hören und sehen uns, ich denke mal, auf dem Chat auch, ne? Ja, danke an alle. War super, danke vielen alle, Dank. Ja, genau. Ja, schön, danke. Ich hoffe, dass das alle, genau. Ja, so. Vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. War ein schöner Abend mit euch. Dankeschön. Danke. Ja. Zusammen. Ciao. Tschüss. Gibt's nicht. 73. 73. Und 55. Und 55. Okay, ciao.